Tada. Genau, so, ja. Herzlich willkommen zu diesem ersten Bürgerclub in diesem Jahr. Es ist der erste, ja, ich glaube. Wir beschäftigen uns im Rahmen unserer Bürgerakademie, wie wir sie ja nennen, nicht nur mit lokalpolitischen Themen, sondern auch mit medienpolitischen, mit Medienkompetenzthemen, würde ich mal sagen. Wie funktionieren eigentlich die Medien gerade in diesen Zeiten? Wie funktionieren sie nicht? Und dazu haben wir heute einen, ja, ich würde sagen, prominenten Gast uns eingeladen, David Schraven. Nehme fast mal an, weil Sie hier sind, dass Sie zumindest eine Ahnung haben, um wen es sich handelt, wer er ist. Lokaljournalist gewesen lange Zeit, bei der WAZ, bei der Funke Gruppe gearbeitet, dann aber vor wie vielen Jahren, weiß ich nicht mehr genau, einer ganzen Weile her ausgestiegen und hat das Medienzentrum, das Recherchezentrum Korrektiv gegründet, leitet es auch nach wie vor als Geschäftsführer, als Publisher, weiß nicht genau, was der Titel ist. Korrektiv ist ja mittlerweile eine richtig große Nummer in Deutschland geworden, auch als so ein bisschen als eine Dachorganisation, wie zum Beispiel für das Bürgerportal, weil wir einfach da auf Ressourcen zugreifen können, die wir sonst nicht hätten. Daneben ist er aber eben auch wieder Lokaljournalist, nicht aus dem Bergisch Gladbach, sondern aus dem Bottrop. Und macht da wieder, würde ich jetzt sagen, richtig Basisarbeit, gibt da Newsletter heraus für das Marktviertel, hilft auch damit dazu, trägt dazu bei, dass Bottrop und die Innenstadt, die Stadt Bottrop wieder irgendwie ein Selbstbewusstsein, vielleicht auch einfach einen Informationsvorsprung gewinnt. Dazu kann er uns vielleicht gleich auch noch was zu erzählen, was er da eigentlich macht. Und von daher fanden wir es sehr spannend, gerade ihn, der eben sozusagen diese überregionale, nationale Perspektive hat. Korrektiv macht auch ein Lokaljournalistenprogramm im Endeffekt. Von daher kennt er sich auch damit sehr gut aus. Aber eben auch diese wirklich richtig lokale Perspektive hat. Und wir sind natürlich als Bürgerportal. Reden wir so ein bisschen, wenn wir sagen, was macht guten Lokaljournalismus aus, auch über uns selbst. Aber das wollen wir vielleicht irgendwie so in diesem Feld reflektieren und jetzt nicht nur über das Bürgerportal reden, sondern sagen, was fehlt, was bräuchte man eigentlich, was kann man machen und wo stehen wir da? So, lange Vorrede. David, warum? Warum wieder Bottrop? Warum wieder Lokaljournalismus, wo man doch eigentlich auch in Berlin eine ganz andere Nummer spielen könnte? Ja, dummerweise habe ich zwei Söhne und ich habe den Söhnen gesagt, so soll man nach Berlin ziehen. Und dann hat mein Sohn gesagt, dann kann ich ja nicht mehr Fußball spielen bei RSV Klosterhardt. Und dann war zu Ende, dann war halt nicht Berlin. Und dann habe ich mir das halt ganz lange angeguckt. Also so, ich bin eigentlich so ein Dimido, so Dienstag, Mittwoch, Donnerstag Berlin. Da trifft man sich auch mit den Leuten immer im Zug hin und zurück und das nervt unfassbar. Und dann habe ich in Bottrop auf dem Marktplatz gesessen und das ist halt ein sehr schöner Marktplatz mit einer schönen alten Kirche und mit einem schönen Café. Und dann habe ich da gesessen und habe gedacht, so, mein Gott, ey, warum fährst du immer dann nach Berlin? Hier ist schön, hier sind deine Familie, hier sind deine Kumpels, hier ist nett und du ärgerst dich in Berlin mit irgendwelchen Leuten. Ärgere ich mich doch mit den Leuten hier, das ist so netter. Und dann war der erste Gedanke, dass wir diesen Markt schön machen, weil die Probleme waren sehr offensichtlich. Ich gehe davon aus, die werden hier genauso sein, dass die Innenstadt verfällt, dass viele Läden zumachen, dass der Wandel zu einer gemischten Stadt sehr holprig ist, dass viele Leute das Bewusstsein immer noch haben, dass eine Stadt als Handelsstadt stabil sein muss. Wird hier unter anderem Vorzeichen ähnlich sein. Das ist in allen Städten Deutschlands gleich. Und da habe ich gesagt, wenn nicht wir als Bürger uns dagegen auflehnen, gegen den Niedergang, dann wird das keiner tun. Und das ist genau wie hier. Wenn Sie sich nicht engagieren, wird es keiner tun. Und da draußen sind keine Leute, die sagen, wir kommen als Wunderheiler und alles ist schön, sondern wir sind selber angewiesen darauf. Das waren die Gedanken. Dann war ich in der Stadt, dann habe ich gesehen, die Wunderheiler waren schon da vor mir. Und die haben in Bottrop die halbe Stadt aufgekauft. Und habe ich gedacht, so um Gottes Willen, da muss da einer drüber schreiben. Hat die lokale Watz nicht gemacht, habe ich gesagt, okay, mache ich das. Und dann haben wir halt die ersten Korruptionsskandale angefangen aufzudecken, die ersten Sachen, die halt spektakulärer waren in der Stadt. Und daraus ist dann nach und nach ein Medium gewachsen. Und jetzt haben wir halt einmal diese Bewegung, die sagt, wir wollen die Stadt in die eigenen Hände nehmen. Wir wollen dafür sorgen, dass das hier lebenswert und schön wird. Dann ein Medium, was für Transparenz in der Stadt sorgt. Und jetzt haben wir eine Menge Leute schon organisiert.
Und ich bin zuversichtlich, dass wir das hinkriegen, dass die Stadt überlebt. Weil es gibt doch eine Brauerei. Also eigentlich machen wir eigentlich das, was wir machen, ist nicht so wichtig. Die Brauerei ist gut. Bottrop bei dir. Ich glaube, da gibt es dann noch ein paar Unterschiede zu Bergisch Gladbach. Eine Brauerei haben wir zwar nicht, dafür haben wir ein bisschen Biotech und noch ein paar andere Geschichten. Und vor allem natürlich haben wir die große Stadt Köln nebenan, die dies stark ausstrahlt und wo ja viele von uns hier arbeiten. Also ganz so schlecht geht es Bergisch Gladbach nicht, wobei natürlich viele von den Sachen, die du beschreibst, auch hier stehen. Ich würde aber gerne nochmal zurückzukommen. Ich meine, zum Schluss hast du ja gerade jetzt nochmal gesagt, Skandale aufdecken, dann sind wir ja doch wieder beim Lokaljournalismus. Was du vorher beschrieben hast, hat ja eigentlich mit Lokaljournalismus erstmal gar, also mit Journalismus erstmal wenig zu tun. Wenn du nochmal zurückblickst, was hättest du vor 20 Jahren gefragt, wenn dich jemand gefragt hätte, was ist guter Lokaljournalismus? Und wie weit hätte sich das, würde sich das heute anders anhören? Ich habe mich das gefragt, da war ich 16, das ist jetzt mittlerweile 14 Jahre. Nein, Quatsch, ich weiß nicht, wie alt bin ich, da muss ich jetzt rechnen. Ich werde halt langsam so alt, wo man nicht mehr sagt, ich bin so und so alt, sondern ich bin Jahrgang so und so. Können wir nachempfinden, ja. Boah, das war so 86, so um den Dreh. Ist schon ganz schön lange her. Und damals habe ich mich gefragt, so, boah, ich möchte eine Zeitung machen. Die Sachen, die mich interessieren, die ich erlebe in der Stadt, die sind in der Zeitung nicht abgebildet. Da habe ich mit 16, 17 meinen ersten Verlag gegründet. Und da haben wir eine Zeitung rausgegeben und da ging das dann mit einmal drum, 16, ne, 1986, was war da? AIDS. Und ich als frisch gewordener Teenager, der eigentlich nur ein Interesse hat, habe gedacht, so, und jetzt kommen die mit AIDS. Ja, die haben noch wirklich, das geht nicht. Und nirgendwo vernünftige Aufklärung. Und dann habe ich halt angefangen, mit meinem Verlag über AIDS aufzuklären und was der in Bottrop bedeutet und wo das ist. Und in 0, nix war das ein Riesenskandal. Ich hatte mit einmal allen Ärger, mit dem Gesundheitsamt, mit der Schulleitung, mit allen. Mhm. Aber da das mein eigener Verlag war, konnten die mich nicht verbieten. Und dann habe ich gesagt so, boah, das ist gut. Das ist guter Journalismus. Du machst das, was wichtig ist, was jeden interessiert, den du kennst. Und du legst dich noch mit denen an, die eigentlich was ändern müssen, aber nichts tun in ihrer Faulheit. Das war damals meine Definition. Heute ist meine Definition, du legst dich mit allen an, die meinen, die müssen nicht reden, die müssen nicht für Transparenz sorgen. Und du sorgst dafür, dass die Menschen die Informationen kriegen, die sie brauchen, um eigenständig Entscheidungen treffen zu können. Und den Lokalen, sorry, wenn ich das zu lange ausweite, aber im Lokalen ist das halt so super wichtig, weil du hast ja direkte Einflussmöglichkeiten. Du kannst ja sagen, was ich angefangen vom Bürgerbegehren oder wenn er 5 Stufen niedriger ist, du gehst halt zum Bürgermeister oder zum Bezirksbürgermeister oder zum Ausschuss oder und sagst halt, hör mal, das muss geändert werden. Und in 80% der Fällen klappt das ja, wenn du die Leute direkt ansprichst. Nur du musst wissen, worum es geht. Du musst wissen, wen er ansprechen muss. Du musst dich engagieren können. Wer ist dann du? Also du ist der Journalist oder du ist der Bürger, die Bürgerin, die da durch den Journalisten informiert werden? Das ist der Bürger in meinen Augen. Mhm. Also für mich so eine der wichtigen Lokalgeschichten der letzten Jahre war über Bänke im Stadtpark. Da sind halt, da ist ein Altersheim. Im Altersheim mussten die Omas und die wenigen Opas, die da waren, die mussten halt sich bewegen, die mussten in der frischen Luft, die müssen in den Stadtpark. Dann hat aber irgend so ein kluger Mensch aus dem Gartenamt gesagt, ja, die Bänke, die werden aber so marode, sind schäbig, das kostet so viel Geld, wir räumen die weg. Da konnten die Omas nicht mehr in den Park, weil die sich ja hinsetzen müssen. Das kann nicht sein. Und dann berichtest du darüber, das ist ein Skandal in meinen Augen. Mhm. Das lesen Leute und dann gehen halt einer von den Lesern zum Bezirksbürgermeister und sagt so, hör mal, das kann auch nicht wahr sein, dass unsere Omas nicht mehr im Park können. Was, wie seid ihr denn drauf? Und dann sagt der, stimmt, ruft da an und die Bänke stehen da wieder. Mhm. Weißt du, du machst einen Missstand, deckst den auf, der ist relevant, Leute engagieren sich, Missstand wird abgestellt. Und du hast am Ende nur Gewinner. Ne? Außer dem Typ vom Straßenverkehrsamt oder Gartenamt, der das wieder abbauen und wieder aufstellen musste. Aber sonst alle Gewinner. Mhm. Und du hast nicht mal ein Blackfacing, also dass du zu irgendeinem gesagt hast, du bist aber der Böse im Spiel, ne? Sondern der wusste halt, die Bänke lässt er jetzt besser die Finger von und keiner geht ihm auf den Nerven. Ne?
Wir laufen jetzt wieder Gefahr, das zu machen, was Journalisten immer machen, Fragen stellen und sie selbst beantworten. Gut, machen Journalisten vielleicht nicht immer. Von daher bitte, wenn Sie direkt dazu was haben zu diesen Themen grundsätzlich oder auch ganz andere Sachen, ich versuche das dann mal ein bisschen zu strukturieren, aber Herr Hinz, gleich los. Sie haben jetzt mehrfach gesagt, wir und Sie wollen in Bottrop was bewegen. Wer ist jetzt wir? Sind das Bürger oder ist das die Politik auch? Nein. Das sind bei uns die Leute, die im Café saßen. Also das sind ein paar Kumpels, die ich von früher kenne. Das sind Leute, die einem über den Weg laufen. Also um der Wahrheit gerecht zu werden, haben wir einen Kaffeewagen geholt und haben dann den Kaffeewagen auf den Markt gestellt. Und wie gesagt, die Brauerei, das sind auch Kumpels, das ist halt alles aus einer Stadt, so ähnlich wie bei Ihnen. Und die Brauereileute, das sind 10 Freunde, die aus dem örtlichen Fußballverein kommen. Die haben alle Knie kaputt und haben gesagt, Fußball spielen können wir nicht mehr. Was können wir denn sonst? Und dann Skat spielen und Bier trinken. Und dann, okay, dann machen wir eine Brauerei auf. Die hat dann klein angefangen. Einer von den Freunden, der war halt ein Braumeister. Dann haben die das größer gemacht und ist richtig groß geworden. Und das sind halt auch Leute, die man nicht lange kennt. Und meine Kollegen, wir haben gesagt, wir machen gerne Kaffee. Dann haben wir einen Kaffeewagen geholt. Die haben dann aus der Brauerei einen Bierwagen gemacht. Dann haben wir gesagt, okay, da zusammen ist der Schwarzmarkt. Und dann haben wir uns in eine Stadt hingestellt, die haben Bier verkauft, wir haben Kaffee verkauft. Und wenn man jetzt als Journalist Kaffee verkauft auf dem Marktplatz, in 2 Stunden weiß man alles. Da kommt jeder vorbei und quatscht. Und man quatscht mit jedem. Und dann erzählt der, was da passiert ist, der, was da passiert ist, dem geht das auf den Nerven. Das war am Ende wie eine Sprechstunde. Und dann habe ich gesagt, okay, dann schreibe ich das eben auf. Also dann, das dauert ja nicht lange. Kaffee. Den Kaffee haben wir eben schon gewonnen. Ich frage mich gerade auch, ja, wir machen ja auch schon alles Mögliche. Wir machen solche Runden wie hier, wir machen einen Jazzclub, wir stehen hin und wieder auch mal auf dem Markt. Wenn ich jetzt allerdings auch noch jeden Samstagmorgen für 3 Stunden auf dem Markt stehe, Kaffee verkaufe und Geschichten aufschreibe, dann weiß ich nicht, ob ich noch mal nach Hause kommen darf, weil da bin ich ohnehin nur ziemlich selten. Ja, das ist für mich. Also die Frage ist natürlich immer wieder, wie stellt man sowas denn auch überhaupt dar? Mit Personal, das man im Endeffekt ja auch bezahlen muss oder will, wenn es nicht ehrenamtlich, gemeinnützig oder wie auch immer ist. Genau. Also das ist jetzt ein extra Thema, finde ich nochmal, Finanzierung von Lokaljournalismus. Das würde ich vielleicht auch erstmal nochmal ausklammern. Aber was bei dir ja so rausspricht, ist, du hast eben auch eine ganze Menge von Leuten, die einfach sozusagen kommen. Man gibt einen Impuls und man hat plötzlich 10, 15 Leute, eine Fußballmannschaft oder eine Brauerei, die mitmachen. Und ich nehme an, jetzt auch erstmal nicht für Geld, sondern einfach, weil die sagen, das ist eine gute Sache. Klar, wir haben halt einfach, also bei uns, wir nennen das halt immer Kumpels, das sind halt Leute, die man kennt, mit denen man Sachen macht. Ne? Und dann gibt es halt Leute, die wir auch bezahlen, ganz normale Angestellte. Und für den Kaffee, da stehe ich jetzt nicht mehr selber drin, da haben wir jetzt einen eingestellt. Wir haben mittlerweile so einen Kiosk aufgemacht, da sind dann Angestellte drin. Für den Aufbau, da gibt es Angestellte, dann eine von uns, die betreibt einen Kaffee, die hat halt Angestellte. Da gibt es halt Leute, die arbeiten, die kriegen auch ganz normales Geld. Und dann gibt es Leute, die engagieren sich und die haben alle unterschiedliche Interessen. Ne? Und dann macht halt jeder so, wie er will. Und wenn man einen funktionierenden Schwarzmarkt hat, dann hat man auch genug Schwarzkohle, um das vernünftig am Laufen zu halten. Ja, so ungefähr. Nee, das funktioniert. Also noch können wir nicht klagen, noch läuft das. Also ich finde, bei diesen ganzen Themen, über die wir jetzt sprechen, haben wir immer so Abgrenzungsprobleme. Das ist irgendwo Lokaljournalismus, das hat was mit Lokaljournalismus zu tun, das hat aber auch viel mit Engagement, mit Aktivismus, mit Kumpels, Klüngel, was auch immer zu tun. Nee, hat nicht. Also das sind 2 Sachen, die parallel laufen. Das eine ist halt ein Engagement für eine Stadt. Das zweite ist ein Medium, was ich herausgebe. Und das Medium, was ich herausgebe, das hat eine klare Fokussierung. Die Fokussierung ist halt, was wird aus unserer Stadt? Alles, was in unserer Stadt relevant ist, was für die Entwicklung der Innenstadt wichtig ist, darüber wird berichtet. Und zwar nicht, ich sag mal, aktualitätsgetrieben, sondern inhaltgetrieben. Alles, was relevant ist, mit Hintergründen. Das sind tief recherchierte Stücke. Und dadurch, dass sie so tief recherchiert sind, haben die halt eine viel, viel stärkere Bewegungsmächtigkeit als schnelle, aktuell drehende Stücke.
die Sachen, die bei uns drinstehen, verändern die Landschaft. Und das wissen die Leute, die das lesen. Und das sind dann auch die Leute, die sagen, hör mal, das ist mir Geld wert. Das ist das Medium. Das andere ist, ich will nicht nur da sitzen und sagen, wir reden drüber, sondern ich will genauso sagen, wir tun auch. Mhm. Und tun heißt halt, wir machen die Stadt lebensfähig, wir machen die liebenswürdiger, wir strengen uns an, dass das schön ist. Wir stellen nicht ein paar Blumenpötte auf den Acker, sondern machen mehr. Hm? Sie kriegen dann viele Informationen von ganz vielen Leuten. Und ja. Wer bündelt das? Wer selektiert? Wer bringt das nachher bis zur Veröffentlichung? Das mache ich, aber das mache ich, weil ich Journalist bin. Eben, das ist die Kernaufgabe von Journalisten, ja. Das ist klar. Oder, ja, und aber Recherchearbeiten machen Sie dann auch? Oder auch. Macht das, oder wird also die anderen da mache ich zu? Da mache ich im Wesentlichen Teil. Das ist halt das Gute, das ist aber eine Besonderheit jetzt bei mir. Dadurch, dass wir den Schwarzmarkt machen, also den Kaffeewagen da haben und die Brauerei da ist und ich so eine Art Sprechstunden da mache, habe ich halt eine Redaktionszeit, samstags von 10 bis 1 Uhr. Da kann jeder kommen und mir was erzählen. Dann erfahre ich viele Sachen und so danach, je nachdem, wie ich Bock habe, schreibe ich und veröffentliche dann. Ich mache Recherche gibt es dazwischendurch aber doch noch. Ja klar, weil ich nicht was ich vom Samstag erfahren habe, am Samstag veröffentliche, sondern am Samstag erfahre ich Sachen, Hinweise, dann mache ich Rechercheanfragen dazu, die Rechercheanfragen verschicke ich, dann kriege ich Antworten darauf, dann schicke ich die nächsten Fragen drauf und ein Stück, was ich veröffentliche, das hat dann oft eine Recherche, wie ich hinter sich von, weiß nicht, 6 Wochen, 8 Wochen, 9 Wochen. Bei einigen Sachen ist das so, da werden Informationen nicht gegeben, meinetwegen Rechnungsprüfungsausschuss, die sagen dann, wir tagen geheim, da sage ich, das denkt ihr, dem ist aber nicht so. Und dann muss man halt einen Prozess führen, einen Auskunftsrechtsprozess. Das dauert dann, aber am Ende eines solchen Verfahrens habe ich halt sehr, sehr gute Informationen, mit denen ich sehr untergründig arbeiten kann. Und in den 2 Stunden, die ich da Samstag stehe, erfahre ich nur das, was ich neu recherchieren kann, was dann vielleicht in 3 Monaten rauskommt oder so. Ne? Also aktuelle Berichterstattung war noch nie so richtig meins. Ne? Frage, Sie haben, was Sie gerade schon gesagt haben, ist ja so ein bisschen in beiden Bereichen tätig, Aktivismus und Journalismus. Wie schaffen Sie quasi die eigene kritische Distanz zu dem, was Sie selbst tun in der Darstellung und zu dem direkten Umfeld? Also das stelle ich mir ja relativ schwierig vor in dem Zusammenhang. Ne? So richtig kompliziert ist das nicht. Das erste ist, dadurch, dass ich eine publizistische Haltung vertrete, und diese Haltung ist halt, wir sind oder dieses Medium, was ich betreibe, ist halt für die Entwicklung der Innenstadt, für eine lebenswerte Innenstadt. Das ist sowohl konstruktiv, aber auch kritisch. Ist halt relativ klar, wie die Positionierung ist. Das ist halt auch wirklich nicht ausgefunden, sondern bezieht sich auf die Innenstadt. Auf das Marktviertel, das Rathaus hier. Der zweite ist, relativ einfaches journalistisches Handwerk. Ich lasse einfach alle zu Wort kommen. Und ich schreibe das dann auch auf, was die sagen. Wenn die Quatsch sagen, was durchaus vorkommt, schreibe ich auch das Quatsch. Aber ich lasse sie zu Wort kommen. Und ich mache das nicht. Und wenn die halt viele Sachen sagen, die auch mich kritisieren, ja gut, dann schreibe ich dann auch. Bricht mir kein Zacken aus der Krone. Oder was genauso wichtig ist, Korrekturen, also wenn ich halt Fehler mache, dann schreibe ich halt die Fehler auf und sage so, hier, das war ein Fehler, das muss man ändern. Und dadurch kriege ich halt eine relativ breite Glaubwürdigkeit. Also ich habe die Leserschaft, die kann man durch das digitale System, was ich benutze, auch Mailchimp, so ähnlich wie bei euch, kann ich halt ziemlich genau nachvollziehen, wie meine Leserschaft verteilt ist, was da drin ist. Und ich habe halt alle da drin. Also es ist sehr, sehr breit. Und alle wollen diese hintergründigen Informationen. Und sind auch bereit, dafür zu bezahlen. Ja, das werden wir jetzt bald richtig erfahren. Ich habe bis jetzt nur Tests gemacht. Mhm. Und die Tests zeigen, dass da Finanzierung drin ist. Bei den Kampagnen, die jetzt anstehen bis Mai, dann will ich den in Bezahl-Newsletter ändern. Dann werden wir sehen, ob da genug sind. Heinz. Diese Unterschiede, die ich da jetzt so raushöre zwischen Ihrem Journalismus und Ihrem, Herr Watzlawick, muss man da auch sagen, das eine ist Ruhrgebiet, das andere ist das spröde, distanzierte Bergisch Gladbach.
Also, ja. Aha, nur weil ich nicht kann. Also ich komme zwar nicht aus Bottrop, ich komme aber aus Castrop-Rauxel gebürtig. Auch wenn man das nicht so ganz deutlich heraushört wie bei David, sind wir so weit daraus nicht auseinander. Aber erklären Sie doch mal, das würde mich jetzt auch interessieren. Was ist Spröde? Gladbach ist für mich, ich bin ja auch ein Zugereister. Ne? Und ich finde, es ist sehr schwer, hier Zugang zu Menschen zu bekommen, die ich sag mal, Einheimische sind. Mhm. Ich muss jetzt aufpassen, was ich sage. Ja. Nein, aber. Aber wir haben es ja bezogen auf den Lokaljournalismus. Also den Journalismus, ja, den David macht und den wir mit dem Bürgerportal machen, der ist natürlich unterschiedlich. Ja, das würde mich schon interessieren, wie Sie das wahrnehmen. Ja, aber wenn ich jetzt ihn höre, er hat ja offenbar einen ganz anderen Zugang zu Leuten, zu Kumpels oder auch eine andere Vorgehensweise, die offenbar direkter ist, oder? Ja, das sind aber andere Arten. Also man kann nicht alles vergleichen. Also wenn ich halt tagesaktuell berichte, ist das was anderes, als wenn ich Reportagen schreibe. Was ich mache, das ist in der journalistischen Kunst, ist das, oder in Kunst, journalistischen Handwerk, Künstler gibt es bei uns sehr wenige. Und das ist halt mehr Report. Und in diesem Report ist das noch eigentlich ein Sonderfall, weil das halt lokaler Report ist. Das ist so ein Ding sehr selten. Also datengetrieben oft, das macht ihr, glaube ich, auch mit Daten. Und dann aber hintergründig mit, also das kann man mit, was ich bei euch jetzt mal als tägliches kennengelernt habe, nicht so vergleichen. Das sind einfach, das eine ist Tennis, das andere ist Squash. Also, naja, also, wir können uns das eben halt nur punktuell leisten, einfach auf der Grund der Zeit. Also eine größere Geschichte, wie jetzt zum Schluss die von Holger kommt zu den Kita-Betreuungszeiten, die halbiert worden sind. Das funktioniert ehrlich gesagt so ähnlich. Ich stehe zwar nicht auf dem Markt, aber es kommt hier jemand rein und sagt, hören Sie mal, mir ist jetzt das und das passiert. Das kann doch gar nicht sein. Und dann hören wir nach, fragen nach, recherchieren, versuchen auch die Daten zusammenzutragen und das auch schon in etwas größerem Aufschlag zu machen. Wir sind jetzt nicht so, also wir sind schon stärker aktualitätsgetrieben. Wir haben gesagt, okay, die Kita Kunterbund hat ihre Betreuungszeiten komplett halbiert. Von heute auf morgen, damit warten wir jetzt nicht bis 2 Wochen, bis wir darüber berichten, sondern machen da jetzt erstmal eine Geschichte dazu. Und gehen jetzt natürlich dieser Geschichte weiter nach. Also Fragen gibt, betrifft das nur die seine Kita, betrifft es die gesamte AWO, betrifft es alle Träger hier? Wie ist eigentlich die Trägerlandschaft hier in Bergisch Gladbach? Also das ist so eine Geschichte, die wir nach und nach ausbauen und im Endeffekt dann zusammentragen und dann auch so ein großes Thema haben. Aber das sind sehr aufwendige Sachen, die wir eben neben dem Tagesaktuellen, was ohnehin läuft, bewältigen müssen. Und da natürlich unsere Kapazitäten irgendwie einteilen müssen. Also wir können uns dieses nicht so leisten, zu sagen, okay, wir pflücken uns so ein paar schöne Kirschen und die machen wir einen richtig wunderbaren Saft oder Kirschbrand oder sonst was raus, bis der dann wirklich fertig ist, sondern wir werfen ihn gleich auf den Markt und gucken, ob wir noch ein paar neue Kirschen dazu kriegen. Das sind unterschiedliche Konzepte. Also wir haben schon den Anspruch zu sagen, wir wollen die Leute hier in Bergisch Gladbach weitestgehend rundum informieren, also nicht über den Sport, nicht über den Karneval, aber was in der Politik, was in der Gesellschaft, was in der Kultur passiert, das sollen die Leute schon bei uns erfahren, komplett. Also komplett, nicht zu 100%, aber alles das, was wichtig, was relevant ist. Na, und da sind wir natürlich jetzt vom Konzept her anders. Aber dieses Ziel eben, also die Stadtgesellschaft informierter zu machen, denen eine Basis zu geben, auch sich zu beschweren, auch gegen Sachen vorzugehen oder eigene Initiativen zu greifen, ich glaube, da sind wir dann schon wieder relativ eng beieinander. Ja, was ich halt wichtig finde, ist halt tatsächlich, dass die Menschen ermächtigt werden, selber zu handeln. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ich glaube nicht, dass eine Stadt Bergisch Gladbach, wie viele sind hier? 100.000? 120. Ne? 120, dass hier 120.000 Leute mitmachen, die Stadt zu entwickeln, das glaube ich nicht. Aber wenn man die Zahl der Leute schon mal verdreifacht und dann mal 600 Leute dabei sind, 700 Leute dabei sind, dann kann man eine ganze Menge verbessern, schöner machen. Man kann halt lebens- und liebenswerter machen. Und das ist für mich ein Ziel, wo ich glaube, dass Transparenz dazu helfen kann, das Engagement der Leute zu vergrößern. Wenn die Menschen merken, dass sie selber wirkmächtig sind, dass sie selber sich ausdrücken können, selber mitmachen können, selber, dass ihre Worte Gewicht finden. Das hat eine unheimliche Bedeutung. Wir haben das bei uns mitgekriegt mit einer Jugendredaktion. Wir haben vom Korrektiv jetzt, ist was anderes, da haben wir Salon 5 aufgemacht. Das ist so für Jugendliche von 13 bis 18. Da können die hinkommen, da machen die ein Radio. Wir haben einen Radiosender für die aufgebaut. Und dann können die Podcast machen, Radiosendung machen, live machen, was auch immer, was denen Spaß macht. Und das ist so eine Zeit, in der die entdecken, wie die Welt funktioniert. Und jetzt merken die mit einmal,
ich kann mitreden, ich habe eine Stimme, ich kann mich artikulieren. Wir haben Jugendliche dabei von, wir haben behinderte Jugendliche dabei, wir haben jede Nation dabei, die man sich vorstellen kann. Wir haben sehr privilegierte Jugendliche, wir haben sehr unterprivilegierte Jugendliche. Die kommen zusammen und fangen an, zusammen zu reden, zusammen zu gestalten. Und was dann passiert, ist irre. Die kommen dann auch wieder auf meinem geliebten Marktplatz zusammen, setzen sich zusammen hin und überlegen, was können wir machen, damit die Stadt für uns schöner wird. Wir brauchen Aufenthaltsflächen, wir brauchen Bänke. Dann erleben die, die können drüber reden. Dann erleben die, wir können drüber politisch aktiv werden, indem wir sagen, wir brauchen diese dösigen Bänke. Und dann erleben die Erfolge, wenn mit einmal gesagt wird, okay, ihr habt das gesagt, ihr habt euch artikuliert, ihr kriegt eure Bänke. Und damit schaffe ich die Demokraten der Zukunft. Und das ist, das macht Spaß. Ich glaube auch, dass diese Möglichkeit eben auch Druck auf die Politik auszuüben, dass man sagt, das und das wollen wir haben und dann muss jemand in der Verwaltung eben Ja oder Nein sagen. Ich glaube, das geht sogar noch weiter. Das ist nicht Druck auf die Politik. Wir müssen begreifen, dass wir selber die Politik sind. Das sind wir. Und wir dürfen uns diese Wirkungskraft, die wir haben, nicht wegdelegieren lassen. Das ist dann Entscheidung. Ja? Herr Kerkhoff. Alles klasse, aber trotzdem, die Realität zeigt, dass je nach Thema extrem dicke Bretter da liegen. Ja, keiner hat gesagt, wieder einfach. Genau. Und kleine Themen können schon anstrengend sein. Wenn ich jetzt konkret Bensberg, unseren Marktplatz, da sehe mit 11% Gefälle und einer Verwaltung, die Ihnen wirklich auch die Verantwortlichen rotzfrech ins Gesicht sagen, dass das alles richtig ist und dass es nicht zu korrigieren sei, wo einfach auch so die Reflexion fehlt, zu sagen, okay, wir haben was falsch gemacht und ich sage jetzt mal, es ist falsch und ich bringe es in Ordnung. Nö, das bleibt so, wie es ist, wird jetzt noch veredelt durch den endgültigen Belag, der oben drauf kommt und damit dann zementiert auf die nächsten 30 Jahre. Und da stehen sie daneben und denken sich, ja, das ist ein Verwaltungsmensch, das ist kein Gestaltungsmensch. Das ist jemand, der etwas verwaltet, aber mit Sicherheit nicht unternehmerisch denkt oder irgendwie auch unternehmerisch handelt, sondern der sagt, das habe ich so gemacht, das muss so sein. Und auch nicht betroffen ist, ne? Ja, lass mal das mal weg, aber Sie kommen dagegen ja gar nicht an. Und Sie haben auch gar kein Instrument. Also dem können Sie alles Mögliche erzählen, von wegen, ich zeige dich an, ich mache dies und jenes. Der sitzt ja in einer Position, die ihn ja absolut sicher macht. Der muss keine Konsequenzen tragen für Fehler, die er macht, selbst wenn sie offensichtlich sind, selbst wenn man sie nachweist. Er muss dafür nicht gerade stehen, er kann nicht dafür belangt werden. Stattdessen wird er im Sinne eines Schmerzensgeldes nach Zugehörigkeit befördert. Also vollkommen irre gegenüber dem, was man eigentlich so erwartet. Da bin ich zum Beispiel auch total optimistischer Demokrat. Ne? Also wirklich, ich habe das in Bottrop auch erlebt. Also Bottrop ist, was Beton angeht, ne, sind wir ganz weit vorne. Ja, also, du warst noch nicht in Bensberg. Aber da erlebe ich das halt genauso. Aber was ich jetzt auch erlebe, ist, bei uns die Stadtwirkungsmächtigen, die kommen nicht damit klar, dass einer nicht nach ihren Regeln spielt. Die kommen damit nicht klar, dass da Leute sind, die sagen, wir haben auch eine Stimme, wir können die selber erheben, wir können für uns selber sorgen und wir können noch was, wenn ihr nicht mitmacht, können wir die Mehrheiten ändern. Und vertraut uns, wir können das. Aber das ist aber das Stichwort, finde ich, weil du hast gesagt, du bist Optimist als Demokrat, weil das, was Sie geschildert haben, Herr Kerkhoff, spielt ja nicht in einem luftleeren Raum statt, sondern es findet ja innerhalb einer Demokratie statt, in der eben halt nicht nur der Sachbearbeiter verantwortlich ist, sondern eben auch der gewählte Beigeordnete und der Bürgermeister, auf die man zumindest nach ein paar Jahren durchaus Einfluss nehmen kann. Und auch in der Zwischenzeit kann man natürlich über Verbände, über Fraktionen, über Parteien, wie auch immer, was ja in Bensberg natürlich auch geschehen ist, durchaus Einfluss nehmen. Funktioniert dieses System nicht mehr in dem Lokal? Der Bürgermeister angeht, da keimt ja Hoffnung. Erkenntnisgewinn führte zu einer Änderung von Entscheidungen, wo ja wirklich alle Beteiligten, egal welcher politischen Couleur sie sind, überrascht waren, dass es möglich ist. Ja, dieses Verkehrsprojekt, was die da gemacht haben. Aber ich glaube, das ist schwer. Ja, da bin ich ganz dabei. Wenn so ein Mann dann in der Koalition sagt, vor allem, wo er die Hälfte der Truppe verloren hat, ne, dass er dann sagt, so stopp Leute, das ist hier so nichts, so geht das nicht weiter. Ne? Aber das ist ja ein spannendes Thema. Also wie David erzählt, also in Bottrop funktioniert das über bestimmte. Wie kriegen wir das hier in Bergisch Gladbach auch hin, mehr
aus der Bürgerschaft heraus, also zum einen Druck auf die Politik, auf die Verwaltung zu machen, das ist der eine Punkt. Und das andere, glaube ich, aber auch, was ich bei dir so raushöre, so diesen Aufbruchmoment so hinzubekommen hier. Also wir veranstalten ja gerne solche Sachen wie Runden wie hier und ich bin froh, dass heute auch mal ein paar andere Gesichter da sind. Es ist ja egal, zu welcher politischen Veranstaltung man hingeht oder Bürgerbeteiligungsveranstaltung, wie auch immer, man sieht eigentlich immer die gleichen Gesichter und das ist von 120.000 Bewohnern vielleicht 0,01% der Bevölkerung. Also es gibt einen kleinen Kreis von engagierten Leuten, die sind aber oft auch schon mit allen möglichen Ehrenämtern und politischen Ämtern überfrachtet. Und darüber hinaus zu gehen, also eine etwas breitere Bewegung zu finden, das finde ich eine spannende Frage, wie man das hinbekommt. Ja, Kaffee. Die findet aber statt. Die findet statt, hat man gesagt, auch seit 2020. Mhm. Hier ist eine bunte Vielfalt von Bürgern, die montags auf die Straße gehen, die über 40 Versammlungen veranstaltet haben, hier in der Stadt Bergisch-Gladbach. Um was zu erreichen? Wo Bürger zusammenkommen und sich darüber unterhalten, wie die Maßnahmen von Corona, ob die angemessen waren oder nicht. Und es waren schon über 700 Menschen hier. Also ich kann das nicht so teilen, weil ich denke, hier sind sehr viele Bürger, die aktiv hier was bewegen wollen. Was wollen Sie denn bewegen und was wollen Sie erreichen? Die Möglichkeit, miteinander zu sprechen. Also es war kein Lokaljournalist montags mal da, kein Lokaljournalist, nein, der hat uns nicht interviewt. Hätte ich auch nicht gemacht. Doch. Ja, Entschuldigung, jetzt darf ich Sie gleich mal kurz ausbrechen. Das stimmt nicht. Ja, das sage ich ja gerade. Ich lasse es jetzt gerade in den Punkt hier, weil das Fake News, falsche Nachrichten sind, die Sie hier gerade verbrauchen. Gucken Sie im Archiv des Bürgerportals nach. Es gibt mehrere Artikel darüber und es gibt einen ausführlichen Bericht von unserem Kollegen, der mit sehr vielen Leuten aus dieser Bewegung geredet hat. Wenn Sie behaupten, es war kein Lokaljournalismus da, sagen Sie, ich habe keinen gesehen. Das entspricht aber nicht den Tatsachen. Von daher würde mich jetzt nochmal interessieren, was wollen Sie erreichen? Also, dass Leute sich hier treffen, zusammensetzen, miteinander reden, ist keine Errungenschaft, die von dieser Bewegung ausgegangen ist. Das hat es auch früher schon gegeben. Natürlich. Es ist nur die Frage, aus welchem Grund man sich zusammentrifft und warum die Menschen sich treffen, um sich auszutauschen, was hier zu Zeiten war, wo man das nicht durfte, wo es verboten war. War doch nicht verboten, Sie haben sich da getroffen. Sie haben da montags rumgestanden und gegen Impfung geschrieben. Ganz klar zu sehen ist, es sind viele Sachen gelaufen, die jetzt rückblickend hätten gar nicht so laufen dürfen. Und einfach die Möglichkeit zu sehen, von hinten nach vorne zu gucken und zu wissen, dass alles besser war, das ist immer einfach. So klar, ne? Ja. Es gibt gewisse Leute, die wissen vorher alles, ja. Dennoch muss man ganz klar sagen, dass die Stadt Bergisch-Gladbach ja trotzdem ihrer Pflicht nachgekommen ist und diese über 40 Versammlungen auch unterstützt hat, begleitet hat, mit der Polizei sowie von der Stadt Bergisch-Gladbach. Das ist ja gut, warum nicht? Aber Demokratie funktioniert. Demokratie funktioniert, auch das darf passieren. Ja, kann das dagegen. Muss auch in Bergisch-Gladbach. Ich fand es interessant, diesen Ansatz mit den Jugendlichen. Ja. Wie läuft das? Also wie kriegt man Jugendliche dazu, ein Radio zu machen, Podcast zu machen, sich zu engagieren? Quatscht man hier in der Schule an oder eben auf dem Marktplatz? Also für uns ist tatsächlich der Marktplatz das zentrale Element, aber das ist überall anders. Wir haben für diese Jugendredaktion uns sehr, sehr angestrengt, sehr viel Scouting betrieben, die Leute zu suchen, die die Jugendlichen ansprechen. Also wer ist das? Welche Qualifikationen brauchen die? Das war ziemlich tricky. Haben wir sehr lange gebraucht. Das ist am Ende so gelaufen. Welche Qualifikationen brauchen die? Die müssen jung sein, die müssen offen sein, die müssen also eine Art Extrovertiertheit haben, kommunikativ sein. Die müssen wissen, was Journalismus ist. Die müssen gleichzeitig aber Interesse an den Medien der Jugendlichen haben, also dürfen die nicht auf festgelegte Sachen zwingen, die sie haben. Und die müssen in der Lage sein, auf Augenhöhe zu kommunizieren. Und eines der größten Probleme, die da ist, ist immer diese Augenhöhe herzustellen, gerade bei Jugendlichen. Also viele reden von oben runter mit Jugendlichen. Und das ist halt das erste Scouting. Das ist sehr anstrengend. Also bei uns war das so, ich habe dann jemanden eingestellt, von dem ich gemerkt habe, der ist halt sehr engagiert, der kann auf Augenhöhe reden, ist relativ jung, der hatte nur noch nie was von Journalismus gehört und hat in der Lkw-Wäsche gearbeitet.
Aber der war gut. Und dann habe ich gesagt, okay, dann lernst du das jetzt, Journalismus. Und dann habe ich mit dem ein Volontariat gemacht. Der hat dann bei uns gelernt. Und nach 2 Jahren habe ich gesagt, okay, jetzt können wir mit dir so eine Jugendredaktion aufbauen. Der hat das dann, der war der Kopf. Der war der erste Kopf, ja. Und damit fing das dann an. Und dann nochmal auf die konkrete Frage, wie kommt dann diese Ansprechperson zu den Jugendlichen? Das ist dann genau aufsuchend. Also wichtig ist halt, dass man nicht eine Blase bedient, sondern dass man diese Selbstgruppen sprengt. Das heißt, der ist dann erstmal in die verschiedenen Schulen abgegangen. Also Bottropper Schulen, die eher Probleme haben. Gymnasien, normalerweise ist es immer ganz einfach, Gymnasien geht man hin, kommen genug. Aber wir wollten halt die Leute zusammenbringen, deswegen sind wir erst bei den schwierigen Gesamtschulen gewesen, dann beim Gymnasium, dann waren wir bei den sehr konservativen Familien, haben versucht, da Jugendliche rauszuquatschen, weil das ist die größte Hürde. Weil wenn wir kommen und sagen, wir wollen mit allen reden, ist das schon mal direkt ein Zeichen, dass wir eher liberale Menschen sind, eher offene Menschen sind. Dann sagt einer, der eher konservativ ist, nee, möchte ich nichts mehr zu tun haben. Also es hat das nächste große Hürde gewesen. Und dann haben wir, ich sag mal so, die üblichen Verdächtigen genommen. Also Leute, die halt dann kommen, wenn man was macht. Und das war sehr wichtig. Und jetzt haben wir mittlerweile knapp 70 Jugendliche, die mitmachen. Die Redaktion wächst. Wir haben jetzt Standorte in Hamburg, in Greifswald. Greifswald aber nur, weil ich mich vertan habe. Ich habe gedacht, Greifswald ist zwischen Rostock und Hamburg. Und das ist bei Polen, das war doof. Und jetzt ist das halt echt weit weg, die Redaktion. Wobei man jetzt auch sagen muss, das ist ein Korrektivprojekt. Ja, das war ein Korrektivprojekt. Mit entsprechenden Mitteln und Ausstattung, die dahinter stehen. Das ist jetzt nichts, was man so nebenbei als kleines Projekt macht, sondern da muss man schon wirklich viel Arbeit reinstecken. Weil auch das ist, diese Jugendlichen sind jetzt auf ganz Deutschland verteilt, nicht Bottrop. Die sind, davon sind, also wir haben auch einen Standort in Essen aufgemacht, davon sind 50 hier im Ruhrgebiet und 20 sind in Greifswald und eine Handvoll in Hamburg. Hamburg ist noch sehr klein, da bauen wir erst dieses Jahr groß auf. Aber die arbeiten zusammen durch, was weiß ich, Internet, etc. Genau, die haben gemeinsame Redaktionssitzungen, dann bringen die ihre Themen an, was die bewegt, was für die spannend ist. Daraus machen die Podcasts, wir zeigen denen, wie das geht. Aus dem Podcast haben wir ziemlich schnell Videos gemacht, die sind halt sehr technisch klug. Wir haben gesagt, das Wichtigste ist das Versagen. Um zu lernen, muss ich versagen dürfen. Also bei uns spielt die Qualität eine sehr untergeordnete Rolle. Bei uns ist dann wichtiger, dass die Jungs reden, dass die Mädchen reden, dass sie merken, dass sie mit anderen Leuten reden. Wir packen dann immer zwei zusammen, die quatschen und dann gucken, was passiert. Manchmal kommt was Gutes raus, manchmal nicht, aber egal. Dann geht es um mehr als jetzt Bänke im Stadtpark oder ein Skatepark in Bottrop, sondern geht es um überregionale Ideen. Nein, da geht es um... Also wie ich gerade sagte, die müssen erstmal lernen, dass sie eine Stimme haben. Okay. Das ist das Wichtigste. Das Zweite, was die lernen müssen, dass ihnen zugehört wird. Allein dieses Erlebnis, ich habe eine Stimme, mir wird zugehört. Ich habe eine Stimme und ich kann mich ausdrücken. Das ist für viele, viele Menschen eine richtige Explosion im Kopf. So mit einmal ist das, ich bin wo? Ich bin in einem sozialen Raum, in dem ich mich artikulieren kann. Und das ist bei Jugendlichen extrem wichtig, wenn die dieses Gefühl haben, dass sie damit nicht alleine gelassen werden. Und dass denen dann gesagt wird, hier, guck mal, so kannst du das bearbeiten, das sind Standards. So kannst du mit diesem Gefühl umgehen, was du hast. So kannst du lernen, mehr daraus zu machen. Und dann kommt der zweite Schritt. Das ist dann eben tatsächliche Inhalte und das ist aber dann denen überlassen, da haben wir alles Mögliche. Sehr, sehr viel Lokales, sehr viel über Wohnungen. Ja. Aber die sind dann nicht sich selbst überlassen, sondern da gibt es Leute, die den Tipps geben. Wir haben eine richtige Redaktion drumherum und die sind aber Redakteure, keine Reporter, sondern die unterstützen nur die Jugendlichen darin, da zu machen, was sie machen wollen. Okay, halten sich inhaltlich zurück. Ne? Genau. Was sind denn die Mechanismen, die aus Menschen in Deutschland Sprachlose machen? Keine was? Sprachlose machen. Wenn Sie sagen, dass es klasse ist, dass junge Leute sprechen lernen und erkennen, dass sie eine Stimme haben, also eine Wertschätzung erfahren und so weiter,
Was ist denn die Umkehrung? Was verursacht denn die andere Haltung? Warum sind die denn alle so? Ich glaube nicht, alle sind so. Das glaube ich nicht. Ich glaube, sehe ganz große Punkte in der Art und Weise, wie man sich artikuliert. Nehmen wir mal Schreiben. Für mich ist die erste Hürde, wenn ich einen jungen Menschen aktivieren möchte, wenn ich ihm sagen möchte, hör mal, du hast eine Stimme, dass er nicht schreiben kann. So, weil, warum auch immer, weil er in der Schule Quatsch beigekriegt hat, ich weiß es nicht. Der kann halt nicht schreiben. Schreiben ist eine Hürde. Viele Leute haben Angst vor Schreiben. Wenn ich denen sage, vergess Schreiben, du kannst sprechen. Und sprechen kann jeder. Und das ist auch der Grund, warum bei uns Behinderte mitmachen können. Also auch Sprachbehinderte. Jeder kann reden. Die paar, die nicht reden können, mit denen kommen wir irgendwie auch noch klar. Aber im Wesentlichen 90-95% der Menschen in Deutschland können sprechen. Und das ist das Erste. Das Zweite ist, ich glaube, viele haben Angst vor originellen Gedanken. Viele haben Angst davor, kritisiert zu werden. Und wenn die halt die erste Sprache finden, dann Kritik erfahren, fühlen die das als Druck, als Ablehnung. Und damit umzugehen ist sehr schwer. Also dann, ne? Und wenn man Journalismus gelernt hat, dann ist halt das, was man im Volontariat lernt. Da schreibt man halt eine Menge Quatsch und dann kriegt man auch eine Menge Druck. Und dann weiß man auch so, okay, damit kann man dann umgehen lernen. Und das ist der Zweite. Der Dritte, glaube ich, ist, in den Verbreitungskammern, in denen ich mich bewege, erlebe ich oft die sogenannten Echokammern, wo ich halt nur noch mein eigenes höre. Und das führt zu dem zweiten Punkt, weil ich meine Wirkungsmächtigkeit nicht mehr in einer Gemeinschaft erfahre, sondern nur noch bei mir. Und das ist das nächste Problem. Weil dann denke ich, alle hören doch, alle sehen doch, aber ich bewirke nichts. Und das ist halt, weil ich die Kommunikationsfähigkeit über meinen eigenen Kosmos hinaus verliere. Und das ist, glaube ich, der zweite große Grund. Der dritte mittlerweile. Bringt man Jugendlichen bei, eine Kritik nicht als Ablehnung zu empfinden? Indem man die auf Augenhöhe ausübt. Also indem ich denen halt nicht sage, das ist halt von oben runter. Ne? Nicht ich als Lehrer, ich als Alter sage dir, was richtig ist. Sondern ich gehe mit denen auf Augenhöhe die Sachen einzeln durch. Ich sage so, guck mal das, was ist denn das, was meinst du denn dazu, hast du das mal gesehen? Und das funktioniert. Also um das zu erklären, das hört sich... Ja, um das ein bisschen besser zu erklären. Ich kann das nicht. Wenn ich da hingehe, sehen die sofort in mir den alten Mann. Die Kollegen, die ich da habe, die können das nicht. Die sind 25 oder so, oder 26. Das sind alte Leute für die. Aber die Kollegen, die ich eingestellt habe, die 25 sind, die bringen Jugendlichen, die 18, 17 sind, bei, wie sie anderen Jugendlichen, die 14, 15 sind, erklären, wie das funktioniert, was gut ist, was nicht gut ist. Und so schaffe ich eine Kaskade, wo ich immer mehr involvieren kann. Einen kleinen Tipp muss ich da noch zu bringen. Ein Kumpel von mir, der hat versucht, Fidget Spinner zu verkaufen. Fidget Spinner, die Dinger, die man mal kaufen konnte, die man so drehen konnte mit dem Finger. Und der hat halt so eine Charge gehabt, die war nicht zu verkaufen, die sahen scheiße aus. Und dann hat er sich überlegt, wie werde ich die los? Und dann, ich muss die loswerden. Dann ist er an eine Trinkhalle gegangen bei uns in Bottrop, da wo die coolen Jungs rumstanden, die 17-Jährigen, die mit Mopeds fahren, die so schon mal Bier getrunken haben, die coolen Jungs halt. Dann hat er denen gesagt, pass auf, ich schenke 5 von euch so einen Fidget Spinner. Ihr seid die coolen Jungs. Dann sind die damit zur Schule gegangen, haben damit rumgestanden. 2 Tage später waren die alle verkauft. Und dieses System machen wir halt im Radio. Ich kann mir vorstellen, dass so bei einer Gruppe Jugendlicher eben auch in der Gruppe Prozesse stattfinden, die unter Umständen auch nicht positiv sind. Ja, dass man irgendwie Mobbing verhindern muss und greift einer ein? Oder? Ja, dafür haben wir extra Leute eingestellt. Dafür haben wir so eine Mischung von Sozialarbeitern und Redakteuren. Wir haben aber darüber noch dazu noch Talent-Scouts geholt. Das sind Leute, die wirklich in den Schulen ausschwärmen, gucken, wer ist gut, wen kann man gebrauchen. Die Talent-Scouts arbeiten zusammen mit Lehrern, die gucken, wo das ist. Wir haben im letzten Jahr 180 Workshops gemacht, nur um mit Jugendlichen zu arbeiten und zu scouten. Das ist ein Riesenprojekt. Also,
also spannend, die Mischung von Journalist und Sozialarbeiter. Irgendwie komme ich immer wieder auf mein Grundthema zurück. Ist das eigentlich noch Journalismus? Ist das nicht Sozialarbeit? Ist das nicht, im weitesten Sinne Demokratieförderung und so weiter, ja. Aber ist das tatsächlich Journalismus? Ist das das, was Sie von Lokaljournalismus erwarten würden? Oder sich wünschen würden? Gehört doch dazu. Doch. Sozialarbeit mit Jugendlichen zu machen? Im weitesten Sinne doch. Also ich, ja. Also ich würde darunter verstehen, wir befinden uns in einer Stadt oder dort und da gehören doch alles diese Dinge dazu. Zu der Stadt gehören die dazu, aber gehören sie zu der Arbeit eines Lokaljournalisten, einer Lokalredaktion dazu? Das wäre, war jetzt meine Frage. Natürlich gibt es hier in der Stadt das Café Leichtsinn, das sich um die Eingliederung und die Freizeitbeschäftigung von auch behinderten Jugendlichen kümmert. Klar gibt es das in der Stadt. Aber die Frage ist eben, also ist das Berufsbild der als Journalist ausgebildete Sozialarbeiter oder der sozialarbeiterisch tätige Journalist, ist das etwas, was Sie hier gerne hätten? Fragen, wer ist denn die Zielgruppe? Sind wir denn als alte, weiße Herren und Damen die Zielgruppe für den Lokaljournalismus oder ist nicht jeder Bürger lokaljournalistisch womöglich interessiert in die Zielgruppe? Und wenn das die Frage wäre, muss ich ja irgendwo fragen, wo sind die interessanten Themen, damit ich die jungen Leute kriege? Nee, glaube ich. Also ich bin, also ja, nein, so ja, einmal alles. Ja, aber ich sag mal, wenn ich nur sage, wenn das nur gut ist und das auf der Ebene ist, dann sind ja ganz viele ausgegrenzt. Die erreicht man ja gar nicht. Ja, ich glaube, da sind ganz viele Sachen zusammen richtig. Also ja, das ist auf Zielgruppen abhängig. Ich kann schreiben, was ich will. Ich werde das nicht schaffen, dass ein Jugendlicher das liest. Es sei denn, ich bin Hemingway und die haben irgendwie Bock auf Hemingway. Aber selbst Hemingway lesen sie nicht. Ja, da müsste ich einen Film rausmachen für TikTok. Ja, also das ist halt, da glaube ich nicht, dass das so geht, sondern ich muss, wenn ich journalistisch arbeiten will, Jugendliche erreichen will, muss ich mit den Jugendlichen arbeiten, dass die den Journalismus machen. Ich kann es nicht. Ich sehe die Grenze nicht mit Aktivismus oder Nicht-Aktivismus. Für mich geht es darum, wie mache ich Inhalte, dass wir diesen Diskurs ermöglichen. Das nächste ist, ne, ich glaube, mir ist das total egal, welche Farbe eine Katze hat, solange sie Mäuse fängt. Und hier geht es um die Erhaltung von lokaler Demokratie. Und wenn ich da Grenzen für überschreiten muss, dann ist es so. Dann kann ich nicht sagen, da ist eine Grenze, ich überschreite die nicht, die Demokratie geht vor die Hunde. Nein, das werde ich nicht akzeptieren. Also werde ich die Grenze überschreiten. Die Frage ist nur, inwieweit sind die Standards, die wir in der Arbeit haben, für uns so relevant? Und die Standards, das wäre für mich halt Offenheit der Ziele, dass man klar macht, worum es einem geht, dass man deutlich macht, Transparenz schafft, auch über die eigene Tätigkeit, worum es einem geht und was man erreichen will und wie man das erreichen will. Das ist mir extrem wichtig. Und dann die Frage, wie erreiche ich meine Zielgruppe? Ja Gott, wir sind eine große, bunte Gesellschaft und jeder guckt, wie er das macht. Also, und am Ende entscheidet sich, wer die Mäuse kriegt. Ne? Ich glaube, es ist ja auch ein Unterschied, ob man sagt, das ist ein aufsuchender Journalismus und man fängt die Stimmen vor Ort ein bei den Jugendlichen oder bei der sogenannten Zielgruppe. Und das ist ja nicht zu vergleichen mit Sozialarbeiter. Also Sozialarbeiter suchen zwar auch auf, aber sie gehen ja dann auch in die Beratung, in die Begleitung und Unterstützung. Und das ist nicht die Aufgabe von Journalismus. Kann unter Umständen auch Aufgabe sein. Also ich habe zum Beispiel Fälle gehabt, wo ich Missbrauchsopfer hatte, mit dem wir zunächst als Quelle gearbeitet haben. Und der war dann aber auch extrem angeschlagen, weil das halt eine verdammt schwierige Sache ist. Und natürlich haben wir dem auch geholfen. Wir haben dann nicht gesagt, wir ziehen uns zurück und du hast uns jetzt erzählt und jetzt geh mal in deine Höhle. Ne? Und das finde ich halt auch wichtig. Und das hat für mich, ist der Aktivismus nicht, ja, nein, können sich Akademiker drüber unterhalten. Da gibt es Professoren, die machen den ganzen Tag, die werden dafür bezahlt. Ne? Brauche ich da nicht. Ich würde es auch nicht auf den Begriff Aktivismus festnageln wollen, aber ich würde zum Beispiel in dem Fall sagen, da überschreite ich auch meine Fähigkeiten und würde mich doch um den Sozialarbeiter kümmern und versuchen, einen Kontakt herzustellen und nicht als Journalist jetzt versuchen, diese Person natürlich mit ihrem Gespräch zu bleiben, logisch, aber irgendwo würde ich auch sagen, also hier sind für mich als Lokaljournalist oder als Journalist überhaupt Grenzen. Wir müssen jetzt mal versuchen, dann eine professionelle Hilfe für diese Person zu bekommen. Total. Und das ist auch wieder, ich sage ja kümmern, ne? Man muss sich kümmern, das glaube ich ist wichtig.
auch wenn ich über Quellen rede, ne, ich kümmere mich um meine Quellen. Ich gucke halt, ich lasse sie nicht einfach fallen, ich nutze die Leute nicht aus. Das ist ganz entscheidend. Aber ich glaube, das Rollenverständnis ist auch ein ganz, ganz unterschiedliches, je nachdem, welche Tätigkeit man direkt ausführt. Sie haben vorhin gesagt, was sind die Unterschiede von dem einen und dem anderen? Das eine ist so klassischer Report, das andere aktuelle Berichterstattung. Das sind auch in der Art, wie ich arbeite, Unterschiede. Das sind im Rollenverständnis Unterschiede. Das ist nicht alles gleich. Auch die Arbeit eines Journalisten ist nicht immer gleich. Ne? Also einer, der jetzt Reportagen schreibt bei der, weiß nicht, beim Spiegel, der arbeitet komplett anders. Das ist wahrscheinlich vom Jobprofil überhaupt nicht zu vergleichen. Und das, glaube ich, muss man auch berücksichtigen. Ne? Also wir sind nicht alle gleich. Wir sind in der Gesellschaft komplett divers. Der ganze Ausbruch, den wir vertreten, ist hochdivers. Was alle eint in unserem Beruf, ist halt, wir müssen uns um die Demokratieentwicklung kümmern. Und nochmal ein Wort noch zum Lokalen. Und was mich am meisten beunruhigt im lokalen Rahmen ist und warum ich auch glaube, dass der Journalismus hier mehr, stärkere Aufgaben noch hat als nur berichten. Wir haben in der Aktivierung der Menschen für unsere lokale Demokratie ein Riesenloch. Wir haben jetzt gerade, sind wir noch, die alten Leute reichen noch aus, die demokratischen Posten zu besetzen. In 20 Jahren, wir sollen das machen. Wer soll denn den Laden übernehmen? Wer soll denn in 20 Jahren sagen, ich mache die Bezirksvertretung, ich mache als sachkundiger Bürger, ich mache den Stadtrat? Und was ist in 30 Jahren? Die Jugendlichen, die jetzt gerade 10 Jahre alt sind. Und wenn wir uns jetzt nicht kümmern, die zu Demokraten zu machen, dann haben wir in 30 Jahren verloren. Und das treibt mich an. Wir müssen jetzt handeln für in 30 Jahren. Und da geht mir das nicht drum, um Klimawandel, ja, nein, heiß oder kalt oder was weiß ich. Ne? Wir müssen unsere Institutionen stärken. Wir brauchen Leute da. Das ist der Punkt, den ich vorhin meinte. Also wie kriegen wir mal die Leute dazu, sich zu engagieren und mitzumachen? In welchem, wo jetzt auch immer, ob jetzt in einem politischen Amt oder in einem Ehrenamt, das ist ja völlig egal. Aber Herr Kerkhoff. Das Thema ist vollkommen richtig. Die Analyse ist vollkommen richtig. Die Konsequenz ist vollkommen richtig. Aber die Strukturen sind die falschen. Wir brauchen doch, um einfachste Dinge hier umzusetzen, Jahre bis Jahrzehnte. Also für mich immer so der Klassiker, die Autobahn Köln-Frankfurt. Das sind 30 Jahre, die das gedauert, die ICE-Strecke so rum. 30 Jahre hat es gedauert, bis die lief. So, und das ist die Geschwindigkeit, mit der wir unterwegs sind. Und da kann die Politik gerne da oben an der Nordseeküste stehen und irgendein LNG-Terminal befeiern mit 200 Tagen. Das ist nicht das, was hier stattfindet. Man braucht ja einfach nur zum Amt zu gehen und zu sagen, ich hätte gerne einen Antrag X und man wartet X, Y, Z Zeit und kommt keinen Schritt voran. Und das bei banalen Dingen. Das, was hier gefragt ist, ist ja ein Generationswechsel. Ich glaube, wir können gar nicht so schnell schauen, wie das gegen die Wand fährt. Im Moment erleben wir einen sehr großen Mangel an Fachkräften, egal in welchem Bereich, der sich beschleunigt, wenn die Boomer in Rente gehen, dann verlieren wir 10% der arbeitsfähigen Bevölkerung, gefühlte 4 Millionen. Die haben aber mindestens 30% des Wissens im Kopf. Und das trifft auf eine Generation, die, ohne das bewerten zu wollen, einfach eine andere Vorstellung hat von Arbeit. Wir sind es gewohnt, 40 Stunden zu arbeiten, vielleicht auch lange im selben Beruf zu bleiben, im selben Unternehmen zu bleiben. Und viele junge Leute sagen, das möchte ich alles nicht, ich möchte 20 Stunden arbeiten und ich möchte gerne nicht jeden Tag arbeiten und so weiter und so fort. Unter diesen Bedingungen können sie die Hälfte der Unternehmen in Deutschland nicht betreiben, weil das einfach nicht funktioniert. Ja, und das ist halt Aktivierung, da bin ich ganz bei Ihnen, das geht so nicht, deswegen müssen wir viel mehr Menschen aktivieren. Und das Zweite, was Sie gesagt haben mit den Leuten, ich glaube, die jungen Leute werden das wie immer mit harten Reizen lernen. Ich meine, das wird ja wirklich sein, wenn die jetzt glauben, die können mit 20 Stunden durchs Leben gehen, sobald das eintritt, was Sie gerade gesagt haben mit der Rentenwelle, dann geht das nicht mehr. Dann wird auch nicht mehr gefragt, 20 Stunden. Dann wird dann so ähnlich wie bei den Lehrern jetzt gesagt, du machst 40 Stunden und es ist dann relativ egal, ob einer das nicht will. Also, gut, aber für mich ist da noch ein ganz anderer Aspekt drin, die Qualität der Arbeit. Ja, in unserem Bereich sehe ich, die Ausbildungen werden immer weiter angepasst an das Niveau des Durchschnitts. Und die Verteilung der Intelligenz hat sich ja nicht verändert in dieser Gesellschaft.
vor 30, 40 Jahren, da konnte man die Leute mit dem Einser-Abitur irgendwie abzählen. Im ganzen Land, als heute hat jede Schule irgendwie so ein Einser-Abitur. Das stimmt ja überhaupt nicht überein mit dem, was da tatsächlich geleistet wird. Stattdessen gehen dann so Instrumente da rein, irgendein Verwaltungsgericht kümmert sich um die Noten des Sohnemanns und sorgt dafür, dass die plötzlich anders sein müssen, etc. pp. Keinem wird damit ein Gefallen getan. Oh ja, ne. Eine vollkommene Verzerrung eigentlich, wenn man dann die Leute vor sich hat und ganz einfache Fragen stellt, 3% von einem Euro, was ist denn das? Dann erlebe ich zumindest einen Großteil der jungen Menschen, die damit überhaupt nichts anfangen. Also da kommt jetzt eine ganze Menge Kulturpessimismus rüber, finde ich. Ehrlich gesagt, gerade bei Ihnen, Herr Kerkhoff, wundert mich so ein bisschen das. Ich bin da kein Pessimist, aber ich sehe es, ich erlebe es ja so. Ne? Ja, bitte. Ich würde sagen, also ich habe selber vier Kinder, man soll denen auch eine Chance geben. Ja? Und deshalb finde ich es einfach super, dass David Schramm einfach sagt, wir geben denen eine Stimme. Ja? Wir ermöglichen denen, was zu sagen. Die Themen finden die doch selber. Ja? Die haben ihre Themen und wissen, wie sie sich artikulieren, wenn sie dann lernen, sich zu artikulieren. Und dann in eben einen Job finden, der ihm passt. Also ich habe auch ausgebildet und dann kommen Leute und dann denkt man auch, mein Gott, was will der? Aber man muss die Leute dann dazu bringen, mach das, was du gerne machst und das machst du auch gut. Ja? Wir hatten ein so ein Programm zum Beispiel, wo Sie gerade sagen, das war von Jungs, die haben das gemacht, die waren so 10. Klasse, 11. Klasse, das war Berufe, wo wir schwitzen müssen. Okay. Das war... Ja, alles Mögliche, wo die schwitzen müssen. Einfach nur, da ist halt die ganze Zeit in der Schule, wird denen halt so immer sitzen und immer ordentlich sein. Und die wollten mal lochen. Und dann haben die halt angefangen, harte Berufe zu machen. Und da konnten die sich ausprobieren. Die hatten einen Riesenspaß. Und das war halt bei uns, die haben einfach mal drüber geredet, was sie machen wollen. Die wussten das alle nicht. Und dann, was gibt's denn? Ja, Berufe, wo man schwitzen kann. Super, machen wir. Und dann sind die dahin und haben rumprobiert, drüber erzählt und haben halt Jugendlichen damit wieder... einfach aufgezeigt, geht zu viel. Ne? Ihr seid nicht festgefahren. Und das kam in die Podcast dann rein. Oder? Dann haben die da einen Podcast rausgemacht, dann haben die allen möglichen Quatsch gemacht. Natürlich sofort mit dem Bagger gefahren. Ne? Aber das macht halt Laune. Und arbeiten machen. Ne? Ja, hält. Da war ja vorhin so ein bisschen noch die Frage, glaube ich, offen geblieben, was wird erwartet vom lokalen Journalismus. Also ich kann jetzt aus meiner Sicht nur sagen, dass was ich jetzt hier auf Ihrer Seite lese, ist vielfältig, ist differenziert. Ich frage mich immer, wie schafft der Mann das? Da fällt jetzt das nicht rein, was von Ihnen kommt. Da fällt dann höchstens die Frage rein, wie kann ich vielleicht auch da mich zu Gehör bringen? So, wenn ich jetzt beispielsweise zu diesem Kapitel Fahrradstraße, Lorenzostraße mich äußere, auf Ihrer Seite, ja, verhallt das ja. So, da sind Sie halt einer von 300, das ist halt das demokratische Prinzip. Okay, so, das, was Sie jetzt vorhin gesagt haben, da mit dem Thema Fußgängerzone in Dehnsberg und Sie haben da mit einem Verwaltungsbeamten zu tun. Ich habe kurz nach der Wahl mir mal die Mühe gemacht und habe hier in Bergisch-Gladbach die Fraktionen angeschrieben. Ich habe, glaube ich, eine Antwort bekommen. So, und da stellt sich ja, so, das ist ja die Frage, ich müsste jetzt in der Zwischenzeit sagen, Leute, ich hätte gerne meine Wählerstimme zurück. Da hau ich hin, so wie ihr das macht. Da müssen ja. Das wird das mal deutlich. Ich bin ja jetzt an einem Punkt, dass ich sage, so, man könnte jetzt eine Zwischenbilanz machen. Von was? Ja, die nochmal anschreiben. Einfach. Nur das ist ja die Frage. Also Sie haben ein konkretes Thema, ein konkretes Anliegen zu dem. Ich habe verschiedene Themen angesprochen. Was ich so, ich sag mal, als Wähler habe. Deswegen sage ich ja, Leute, gebt mir meine Stimme zurück, da ist ja nichts passiert. Ich würde das nochmal machen. Nur das ist eben die Stimme, dass man findet kein Gehör. So, also Sie haben der Stadtverwaltung oder der Stadt und den Fraktionen einen Fragekatalog zu 15 verschiedenen Themen gefolgt und haben die gebeten, dazu Stellung zu nehmen. Eine Fraktion hat geantwortet. Ehrlich gesagt, ich meine, wir haben ja hier zwei zumindest sachkundige Bürger oder wie auch immer, die im weiteren Umfeld des Stadtrats ist. Ehrlich gesagt, hätte ich Ihnen empfohlen, nehmen Sie sich ein Thema vor, suchen Sie sich da den richtigen Ansprechpartner und versuchen Sie es da mal. Also wie ja, soll das eine... Das ist ja legitim, wenn er sagt, ja, als Wähler... Aber die, ja. Finde ich schon okay. Warum haben die Grünen nicht geantwortet? Weiß nicht, wer hat denn geantwortet? Darf man fragen? Ich glaube nur die SPD.
Ja, meiste Zeit. Ja, aber das ja gut, aber ist ja ein interessanter Fallbeispiel sozusagen. Also ich meine, angenommen, Sie haben, sagen wir jetzt mal, eins und nicht 15 Themen, das Sie umtreibt. Ich könnte ja jetzt Sie fragen und sagen, so, ist das etwas, soll ich Ihnen mein Papier mit zuschicken? Ist das etwas, was Sie dann auch veröffentlichen? Dann würde ich Ihnen sagen, ich könnte Ihnen gerne den Katalog mit 15 Fragen veröffentlichen, aber da wird kein Mensch darauf reagieren. Meine Empfehlung wäre es, nehmen Sie sich ein Thema vor, bereiten Sie das gründlich vor, tragen Sie das vor und dann kann man das natürlich eben, wenn keine Reaktion kommt aus den Parteien, kann man natürlich das eben auch veröffentlichen. Also die Klimafreunde machen das zum Beispiel. Die machen eine Umfrage bei den, also sie haben es gemacht konkret bei den Kliniken hier, weil wie haltet ihr es denn mit dem Klimaschutz und wie auch immer, keine Resonanz, dann haben sie es veröffentlicht, auch über das Bürgerportal und dann kam zumindest von zwei der drei Kliniken eine Resonanz. Natürlich muss man, das ist ja was David auch sagt, man muss den Leuten oft auf die Füße treten, bevor sie merken, da steckt irgendwas dahinter. Und das ist ja die Frage, also wie baut man so eine Wirkmacht auf, wie kann man eben tatsächlich jetzt aus der Bürgerschaft heraus es schaffen, dass man was bewegt oder zumindest anstößt, sagen wir es mal so. Ja, ich meine, da sind wir wieder beim Beispiel Fußgängerzone Bensberg oder der Marktplatz. Ein sehr komplexes, langwieriges, langlaufendes Thema. Klar, da einzugreifen ist schwierig. Aber wenn Sie eine ganz konkrete Sache haben, glaube ich, weiß nicht, wie siehst du das, wie würdest du das angehen? Auch ähnlich. Da kann ich zwei Sachen drauf antworten. Einmal so als Journalist, ne? Da hängt das davon ab, wie stark die Geschichte ist. Also würde ich dazu sehen, dass das viele Menschen betrifft, wie hoch ist die Relevanz? Ne? Also Relevanz setzt sich aus zwei großen Bereichen zusammen. Das eine ist die Nachrichtenwerte, also wie viele Leute betrifft das, welche ja, Nachrichtenwerte halt. Das zweite ist, inwieweit brennt das Thema? Also ich sage immer, inwieweit scheppert das? Aber das kann auch sein, wie viele Leute sind da wie schnell von betroffen. Und wenn ich beides zusammen habe, einen hohen Nachrichtenwert, meinetwegen Überraschung, einen hohen Teilwert, wo viele Leute sehr schnell mit connecten können, habe ich sofort eine riesen Reichweite. Vorhin hatte ich mit einem Kollegen gesprochen, von dir, der hat gesagt, so eine Pommesbude, die bei euch wieder eröffnet hat. Kommt zwei Sachen zusammen, Riesengeschichte. Das ist halt normal. Jetzt geht dann aber um die Frage bei einer ernsthaften Auseinandersetzung. Wie hoch ist der Relevanzwert aus dem Nachrichtenwert mit dem Betreffenden, wie viele Menschen betrifft das? Und wenn ich das genau angucke, ist das meine Sache oder viele Sachen? Dann sage ich als Journalist, viele betrifft das, ist für viele relevant und hat was Neues, Wichtiges für die. Hoher Wert, weiß ich, verbreitet sich. Da kann ich sogar schlecht schreiben. Ich schreibe mit Rechtschreibfehlern. Also wenn ich selber schreibe, um Gottes Willen, ich bin wie so ein abtrainierter Legastheniker, das ist ganz grauenhaft. Aber wenn die Sachen gut sind, lesen die Leute über jeden Fehler hinweg, das ist denen egal. Die wollen die Sachen haben, weil diese Nachrichtenwerte stimmen und weil die anderen Relevanzkriterien stimmen. Wenn ich jetzt als Bürger rede, wenn ich sage, das ist aber mein Thema, das ist mir wichtig, das möchte ich, dass ich Gehör finde, das möchte ich, dass das auf die Tagesordnung kommt, dann würde ich mich als erstes fragen, inwieweit ist das, was ich mache, hier von größerer Relevanz? Ich würde mir klar machen, wer gehört zu der Relevanzgruppe, also wen betrifft das direkt. Und mit denen würde ich erstmal Kontakte suchen, erstmal sprechen, was die dazu sagen, erstmal die an Bord holen und dann erst öffentlich werden. Weil wenn ich das anders mache, wird das schnell sehr, sehr zäh und schwierig und ich werde einfach nur enttäuscht. Weil also klassisch die fallende Bürgerinitiative. Also ob jetzt formal, aber nach diesem Prinzip. Also bei uns in Bottrop wird dann auch Kaffee fahren. Ja, wo ist noch eine andere Frage, aber das Thema ist das. Das nennt sich Forum. Also das ist halt der Ursprung vom Forum. Da kommt man zusammen, da laufen alle rum. Das heißt, Sie gehen davon aus, dass das Thema keinen anderen interessiert, außer dann. Das ist ja die große Schwierigkeit. Das herauszufinden. Ja. Desinteresse ist ja nun in der Gesellschaft weit verbreitet. Kommt drauf an. Also ich erlebe das tatsächlich anders. Also das ist auch wieder, man hat zuerst sehr viele desinteressierte Menschen. Bei uns in Bottrop auch, genau wie überall anders auch. Aber wenn man anfängt und man redet mit denen normal und man macht das so hier offen und ihr könnt mitmachen, da haben unheimlich viele Leute Bock. Wir haben jetzt von null, also von gar kein Interesse, man war ausgeliefert in der Innenstadtentwicklung, hatten wir jetzt vor ein paar Tagen eine Versammlung mit 200 Leuten, die gesagt haben, sie wollen was machen. Und das wird größer. Und das hat so eine Kraft,
politische Kraft jetzt, weil halt so viele Leute involviert sind in die Diskussion. Unter anderem, weil auch der Fußballverein dann mittlerweile involviert ist mit 1500 Mann, dass das sich verändern wird. Das ist nicht mehr aufzuhalten. Wie das werden wird, das weiß noch keiner. Das, kann, ne? Das ist halt Demokratie. Wo ist die Plattform? Ne? Müssen Sie den Herrn Batzlawick überreden, doch den Kaffeewagen vor dem Rathaus aufzustellen, regelmäßig? Das ist ziemlich gut. Ja, vor allen Dingen wegen dem Schwarzgeld. Das ist klar. Weil das wäre nochmal eine elegante Überleitung zu meinem eigentlichen Thema. Also was du erzählst über Studio 5 und die Jugendredaktion und sonst was, ist ja alles wunderbar. Mhm. Ich weiß, also es ist mindestens 6, 7, 8 Jahre her, da haben wir ein ähnliches Projekt gemacht. Wir hatten 2 junge Leute hier, die künstlerisch, audiovisuell, wie auch immer unterwegs waren. Die haben einen Podcast gemacht, das hieß Meine Meinung. Und sind rumgelaufen und haben über WhatsApp zu bestimmten Themen Debatten angestoßen haben, von Jugendlichen ihre Meinung zu Thema XY, Mobbing, ich weiß nicht was, eingesammelt, haben daraus einen Podcast gemacht. Hoch engagiert, haben es 3 Monate lang, 3 Folgen oder 6 Folgen gemacht, haben eine Reichweite von so 50 bis 80 Abrufen bekommen und haben völlig frustriert aufgehört. Weil sie natürlich aber auch nicht die Manpower, weil sie keine Unterstützung dahinter hatten, weil sie alleine losgelaufen sind. Also wir konnten ihnen zwar sagen, okay, bei dem und dem Thema red doch mal mit dem oder wir vermitteln den Kontakt zu diesem oder jenem. Das heißt, wir haben einfach nicht die Ressourcen dazu, solche Geschichten anzuschieben. Also korrektiv mit dem, was dahinter steckt, mit den Möglichkeiten, Fördermittel zu beantragen, Leute einzustellen, anzuleiten, zu betreuen und sonst was, ist eine andere Nummer. Auch das hat irgendwann mal klein angefangen. Bottrop hat auch klein angefangen. Wenn wir jetzt mal den Kaffeewagen außen vor lassen, wie kriegt man aus so einer kleinen Geschichte wie dem Bürgerportal mehr Power dahinter, um auch solche Projekte umsetzen zu können? Es gibt schon bereits so eine Plattform, vielleicht haben Sie das als Ansprechpartner. Es ist die Bergische Welle hier in Bergisch Gladbach, die Praktikumsplätze anbietet und auch für Menschen mit Behinderungen arbeitet. Und der Redakteur bietet sich an und bietet gerade jungen Menschen und arbeitet auch gerne mit jungen Menschen zusammen. Ja, also die Möglichkeit ist hier in Bergisch Gladbach gegeben. Super, ja. Sollen Sie das da machen? Genau, aber meine Frage war jetzt wie können wir das machen, nicht die Bergische Welle, die in der Tat sich auch aus dem... Also finanziert darüber, dass sie eben Menschen in den Arbeitsmarkt wieder hineinbekommt, Inklusion betreibt und damit natürlich auch öffentliche Mittel dafür zur Verfügung hat. Alles gut. Die wir nicht haben, weil wir natürlich anders aufgestellt sind. Von daher die Frage nochmal, wie kriegen wir aus einem kleinen, relativ kleinen Laden, der einigermaßen funktioniert, weil er Lokaljournalismus betreibt und dafür ein bisschen Geld verdient, wie kriegen wir da etwas größer, wie können wir auf diese nächste Umlaufbahn sozusagen starten, um all diese Projekte, die wir jetzt ja hier oder all diese Initiativen vielleicht auch mitnehmen zu können. Kann ich natürlich nicht alles, also weiß ich nicht, kenne ich mich hier zu wenig aus. Ne? Nein, einfach nur so vom Prinzip her. So ein paar Sachen finde ich halt schon spannend. Das eine ist, die Bildungsaufgabe tatsächlich ernst nehmen als Bildungsaufgabe, also nicht zu wahrzunehmen als journalistische Aufgabe. Das ist so ein Teilbereich des Journalismus. Für mich ist halt der Kernbereich des gemeinnützigen Bereichs des Journalismus. Mhm. Also wo ich halt dazu da bin, als Journalist Wissen zu vermitteln, weiterzugeben. Daraus lässt sich was machen. Also ihr habt erzählt, ihr habt die Bürgerakademie, finde ich sehr klug, sehr richtig, sehr wichtig. Da kann man sich engagieren, da kann man über gemeinnützigkeitsrechtliche Sachen gehen. Das ist dann eine. Ich glaube, da gibt es dann auch genug Ideen, Ansprechpartner, wo man hingehen kann. Kann man einen gemeinnützigen Verein, Gesellschaft, was auch immer raus machen. Eine zweite Sache finde ich aber vielleicht noch wichtiger aus meiner Erfahrung jetzt bei Korrektiv heraus, die ich da erlebt habe. Und zwar, wir haben die Sachen, die wir da machen, immer verdammt ernst gemeint. Viele Leute, die das geguckt haben, was wir gemacht haben, haben gedacht, wir machen das wir machen das zu unsere Redaktion zu bezahlen oder wir machen das zu unsere Geschichten zu platzieren. Das war aber nicht korrekt, sondern was wir gemacht haben, war, wir wollten das machen, weil wir das für notwendig hielten. Und das ist ja mein Leben. Und ich sage jetzt aus meinem Leben, ich habe jetzt eine Stunde meines Lebens, die ich nie wieder kriege, habe ich mit euch hier verbracht. Ihr alle habt eine Stunde eures Lebens, die euch keiner mehr wiedergibt, habt ihr gesagt, die kommt ihr hier hin. Warum? Weil ihr wolltet was hören, ihr wolltet vielleicht was lernen, ihr wolltet vielleicht was sagen, ihr habt einen Grund gehabt. Und der hat euch bewegt. Und diesen Grund zu handeln,
das ist das intensivste und stärkste Mittel. Und dieser Grund zu handeln, der ist so stark, so intensiv. Wenn du den einsetzt, kannst du alles schaffen. Und das ist halt hier in Bergisch Gladbach, glaube ich, genauso wie überall anders in Bottrop. Ey, Bottrop ist am Arsch. Wir sind der letzte Stadt mit der letzten Zeche gewesen. Natürlich kannst du da Sachen verändern. Du musst entschlossen sein, du musst es wirklich wollen und klar geht das dann. Vielleicht. Zu deinem Punkt, dass es leicht wird, hat keiner gesagt. Aber vielleicht ist das ein Standortvorteil, dass Bottrop arm und am Arsch ist und Bergisch Gladbach reich, satt und verwöhnt. Also vielleicht nicht eine Frage an dich, sondern eher hier in die Runde. Also das stimmt ja auf jeden Fall. Okay, wenn das so einfach zu beantworten ist. Kurze Unterbrechung. Korrektiv hat es aber auch geschafft, Themen aufzugreifen und so professionell darzustellen, dass keiner mehr dran vorbeikam, ob er den wollte oder nicht. Das ist ähnlich wie BioNTech. Die sind eigentlich unterwegs, um den Krebs zu besiegen und wurden von der Industrie klein gehalten durch Patentgeschichten etc. pp. Und dieser Durchbruch, Entwicklung dieser Covid-Impfstoffe in der Technologie, die dahinter steht, hat die in eine Position gebracht, die nie vorgesehen war. Und aus der Position können sie jetzt so agieren, wie sie agieren. Und die handelnden Personen agieren nicht des Geldes wegen, sondern der Idee wegen. Und das ist ein Zufall, den die da nutzen können. Und für mich ist Korrektiv genau dasselbe. Die haben zur richtigen Zeit, in Anführungszeichen, die richtigen Themen gehabt und haben die so brutal recherchiert, dass die Politik, die Gesellschaft und die interessierten Kreise überhaupt nichts dagegen unternehmen konnten. Also das da geschickt, diese Newsletter und sowas, was da kommt, ich das lese, was da steht, also gerade hier. Die alte Apotheke in Bottrop. Zum Beispiel, das fand ich klasse, also obwohl da fehlt mal was, aber ja, das fand ich richtig klasse. Also mir fehlt an der Story wirklich der Druck auf sowas wie eine Apothekerkammer. Und ihre Unfähigkeit, die Dinge zu ändern, oder die Aufsichtsbehörden. Ja. So doof kann ja keiner sein, dass man das nicht hätte verhindert. Und es passiert ja heute genauso. Ist ja nicht so, als wenn sich das substanziell verbessert hätte. Ja. Was ich da interessant finde, wenn ich da eine Sache zu erzählen kann, das ist auch wieder Marktplatz. Also ja, das, was da passiert ist in Bottrop mit der alten Apotheke, das ist halt, also wenn das der Marktplatz ist, ist kurz, das ein kurzer Einschub. Es gab einen großen Abrechnungsskandal von einem Apotheker in Bottrop, der von euch sehr hartnäckig aufgeklärt und nachverfolgt wurde. Die haben Medikamente gepanscht. Achso, Panschung. Die haben Krebsmittel verkauft und Wirkstoffe. Die haben klares Wasser für 5.000 Euro verkauft. Da haben sich Leute gespritzt, die auf eine medikamentöse Behandlung angewiesen waren. Da sind, ich weiß nicht wie viele, aber sehr viele Menschen gestorben. Und das wurde so mäßig geil verfolgt. Mehrfach wurde bei der Staatsanwaltschaft Anzeige gestellt, die sind den Dingen nicht nachgegangen. Ja. Das ist einfaches Rechnen. Wie viel Ware habe ich eingekauft, wie viel habe ich verbraucht? Das brauche ich nur gegeneinander zu halten, dann sehe ich die Differenz. Also nicht irgendwie eine statistisch belegbare, sondern eine relevante. Also aber jetzt, was ich erzählen wollte, ne? Das ist halt so ein Marktplatz, der ist so mehr oder weniger viereckig, Kirche mittendrin. Da ist die Apotheke. Und als die Apotheke Skandal anfing, das war halt sehr, also war unfassbar. Ne? Und dann haben wir gesagt, okay, wir eröffnen jetzt eine Redaktion direkt neben der Apotheke. Ich will alles wissen, was da drin passiert ist und ich will keine Ausreden hören. Wie kriege ich das raus, wenn ich jedem, der in die Apotheke reingeht, rausgeht, auf den Teller gucke? Das war so ähnlich wie hier. Dann haben wir die Schreibtische ins Fenster gestellt, die Türen aufgemacht und haben gesagt, wir recherchieren hier. Da war dann ein Riesentheater, der Apotheker fand das natürlich doof und alle Leute, also die der kannte, andere fanden das gut und wir haben unwahrscheinlichen Quellenzugang gehabt. Das hat uns ermöglicht, diese Geschichte damals breit aufzufächern. Dann war eine Frage, die wir uns gestellt haben, was ist die Motivation des Apothekers? Wie kann man so viel Mitgefühl verlieren, dass man nicht versteht, dass das bei anderen Leid ausübt. Und welches Leid das ist? Das ist ja, wenn einer, also mein Angehöriger hat Krebs, der ist schwer krank, dann stirbt der. Was löst das in mir aus? Und wie kann der Apotheker das machen und mitfühlen? Und das war unfassbar krank für uns. Und ich habe mich gefragt, was ist der Zusammenhang? Wie kommt man auf so ein kaputtes Beziehungsding? Und da habe ich gedacht, das ist eine katholische Stadt.
Der Apotheker kommt aus einer alten Apothekerfamilie, neben der Kirche, neben der zentralen Kirche, die waren in der Kirche aktiv. Wurde er vielleicht missbraucht? Hat er vielleicht, ist er vielleicht Opfer gewesen, hat darüber sein Mitgefühl verloren? Und dann ist eine Arbeitshypothese, die kann man sich stellen, kann das sein, kann das nicht sein. Und dann haben wir in der Kirche recherchiert, haben einen Missbrauchsskandal aufgeklärt, der da passiert ist, mit dem Priester Hullermann, H., ist auch scheißegal, den kann man ruhig nennen. Der hat in Bottrop so eine Art Kinderbordell betrieben. Dann sind wir dem Pfad nachgefolgt. Dann haben wir festgestellt, der wurde wie Kinderlandverschickung zuerst nach Essen versetzt, dann nach Bayern, dann nach Garching. Und dann war der mit einmal in der Erzdiözese vom Papst. Und dann haben wir die Geschichte gemacht. Und jetzt kann man sagen, das ist alles Zufall. Das sind so zwei Geschichten, wie Papst Benedikt wird zur Rechenschaft gezogen wegen Vertuschung von Kindesmissbrauch und so ein Apothekerskandal, der in einer Stadt ist. Kann sein, vielleicht wurde Bottrop auf einem Indianerfriedhof gebaut. Ne? Aber im Kern, glaube ich, das ist in jeder Stadt immer und überall. Wir haben überall diese Sachen, diese Skandale, von denen teilweise Leute wissen oder auch vermuten. Und wenn wir da reingehen in so eine Sache, dann decken wir dann auf. Und wenn man dann aufdeckt, dann ist dann wieder dieses Entschlossene, ne? Wenn man das wirklich will, dann geht das. Das ist kein Problem. Aber es fehlt eine Kultur des Aufdeckens. Wenn man das macht, mit den Kenntnissen aus dem Markt oder dem Umfeld, wo man ist, hat man keinen, der das gut findet. Nö. In dem Markt nicht, nein. Also in dem Markt nicht, aber bei den Betroffenen, bei den Opfern und vielleicht auch bei der Staatsanwaltschaft. In Bottrop hat sich Staatsanwaltschaft oftmals. Gut, ich würde jetzt gerne nochmal da hinten weiterfragen. Ja. Ulrich Reifmann, seit 23 Jahren in Bergisch Gladbach. Dieses Hineinleuchten fehlt mir hier in Bergisch Gladbach durch die Bank in die Stadtverwaltung. Also die Stadtverwaltung ist großenteils, meine ich, eine Blackbox. Ich war selber mal im Stadtrat und dann habe ich festgestellt, dass die halbe Stadtverwaltung miteinander verwandt ist. Das habe ich noch nirgendwo gelesen. Das habe ich in keinem, obwohl ich intensiver Zeitungsleser bin, habe ich das in keinem Lokalteil lesen können. Und da muss einfach mal ein bisschen da ausgeleuchtet werden. Und was der Herr Kerkhoff erzählte, dass die sich völlig stur stellen, das erlebt man ja auch in anderen Zusammenhängen. Erlebt man, habe ich in Bottrop auch erlebt. Dann hat man den ersten abgeschossen, dann ging es. Ja, das passiert hier nicht. Mir wird die Tochter vom ehemaligen Stadtdirektor eingestellt und über Umwege verbeamtet. Ohne dass das groß auf. Also eine Sache nach der anderen. Ich fand aber das Thema mit der Kreisverwaltung jetzt und den 85 Leuten, die da eingestellt worden sind, wurde relativ schnell wieder fallen gelassen. Ne? Die Grünen, Roland Rickes und sowas. Also das stimmt doch nicht. Also der Kölner Stadtanzeiger hat gerade heute dazu einen großen Artikel geschrieben zur Stadtverwaltung. Das wird schon nachgefolgt. Also ich habe manchmal auch das Gefühl... Kreisverwaltung. Also für die 18. Also ich habe manchmal auch das Gefühl, ehrlich gesagt, dass die Anspruchshaltung da etwas komisch ist. Also du hast vorhin gesagt, also wir machen kein Blackfacing. Wir stellen jetzt nicht irgendjemand an die Tür und sagen hier, das ist die Frau von dem und die hat den Schwiegervater. Solche Geschichten. Das spielt auch ehrlich gesagt, solange da keine Moschelei Relevanz ist? Ja, eben. Also relevant, wenn es eben tatsächlich was passiert. Dass die Chefin des Ordnungsamtes in Bergisch Gladbach verheiratet ist mit dem Kirmesorganisator und gemeinsam auf der Kirmes steht, schreiben sowohl der Stadtanzeiger als auch wir immer mal wieder. Also von daher. Ja, das Interessante dabei ist, ne? Also das finde ich einen super spannenden Fall, den finde ich tatsächlich sehr relevant. Wenn man darüber schreibt, ist das eine. Das zweite ist, ne? Was man halt machen kann, wozu man halt die Möglichkeiten hat, ist, sich die ganzen Auftragsbeziehungen zwischen dem Kirmesvogel und der Stadtverwaltung zeigen zu lassen. Da gibt es keine, der macht das Ehrenamt nicht. Ja, das weißt du. Ja. Aber geh mal nach, ob da irgendwelche Auftragsbeziehungen, Geldflüsse sind. Das sind Anfragen, die man stellen kann. Da sind die öffentlichen Rechte hinter, Transparenzrechte hinter. Das ist schon klar. Klingel, ne? Solange ich konkrete Anhaltspunkte dafür habe, ja. Nee, aber ich bekomme eben halt solche Hinweise, wie eben die Hälfte der Stadtverwaltung ist miteinander verwandt. Was soll ich jetzt als Journalist konkret damit anfangen? Das ist meine ganz konkrete Frage. Also wenn Sie einen Verdacht haben, eine Vermutung haben, wo eben A und B zusammen gegen C dieses was machen,
dann nehme ich solche Hinweise gerne auf. Nicht nur in der Kaffeebude, sondern auch in der Redaktion oder per Mail oder Telefon. Aber ehrlich gesagt habe ich das in den letzten 5 Jahren vielleicht 2-mal, vielleicht 3-mal bekommen. Ja, es gibt eben halt eine sehr, sehr breite Haltung, die sehr pauschal dann geäußert wird, aber konkrete Hinweise bekomme ich zumindest nicht. Also vielleicht doch Kaffeebude oder Bierstand, ich weiß es nicht. Aber für mich stellt sich die Frage, Sie berichten ja immer sehr tagesaktuell. Nicht immer. Ja, aber. Möglichst tagesaktuell, möglichst aktuell, ja. Super Artikel. Das ist ja die eine Sache. Für mich ist das, was Sie machen, ja eher so diese Recherchearbeiten. Schaffen Sie das alles, wenn Sie solche großen Themen haben mit Ihrem Team? Nein, natürlich nicht. Das war ja vorhin meine Frage. Es war für mich die Frage eben dann David, ob er eine Idee hat, wie wir eben halt aus diesen sehr kleinen Redaktionen mit 3 schreibenden Personen, die auch nur zum Teil in Teilzeit da sind, auf eine Stufe gelangen, wo wir eben halt tatsächlich die Möglichkeit haben, auch mal einen Kollegen für einen Monat freizustellen, einer Sache wirklich langfristig und tief nachzugehen. Das kann er natürlich nicht. Ich kann nicht sagen, ich werde jetzt mal die nächsten 2 Wochen mich um die 11% auf dem Marktplatz zu kümmern. Nein, ja? Das ist der Punkt und da ist die Frage, also wie kommen wir da raus und wie lässt sich, und das ist eigentlich auch nach für mich für die Kernfrage, wie lässt sich guter Lokaljournalismus eigentlich finanzieren? Ich glaube, die Frage muss... Bitte? Wollen Sie denn aus Ihrem Teil raus, dass Sie auch mehr... Ja, natürlich. Ja, natürlich. Das ist ja die Frage, welche oder wo sieht man seine Aufgabe? Ja, natürlich. Also ich glaube, das ist, ist tatsächlich sehr, 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 sehr kompliziert, weil die, also auch eine komplizierte Frage, weil das ganz stark davon abhängt, was will man wirklich? Was ist das, was man wirklich anstrebt in der Tätigkeit? Und meine, das ist jetzt nur meine Lebenserfahrung, das ist jetzt nichts, was ich generalisieren würde. Ne? Ich habe immer dann Erfolg, wenn ich genau das mache, was ich will und dafür bereit bin, alles auf Sieg zu setzen. Das habe ich gelernt. Aber mein Weg muss nicht für alle der richtige sein. Und was ich halt bei diesem Ding gelernt habe, bei diesem ich setze alles auf Sieg, als wir damals Korrektiv gegründet haben, das war halt hochriskant. Ich hatte überhaupt keine Finanzierung, null. Dann habe ich mich beim Arbeitsamt arbeitslos gemeldet, weil ich zu dämlich war. Habe ich mich nicht rausschmeißen lassen, sondern selber mich arbeitslos gemeldet, weil ich dachte, man kriegt dann Arbeitslosengeld. Ist aber nicht so. Wenn man selber kündigt, kriegt man eine Sperre. Und dann habe ich aber erst erfahren, als ich fertig war mit dem Eintippen meiner Daten auf dem silbernen Tastatur im Arbeitsamt. Und als das war, ich habe alles aufgesetzt, ich versuche es, ich mache es. Und dann kurz später, 2-3 Tage später, habe ich Schwein gehabt und dann haben die von der Brosch-Stiftung eine Förderung unterschrieben und haben gesagt, die geben mir Geld, dass ich Korrektiv gründen kann. Und die vertrauen drauf. Warum erzähle ich das? Weil damals habe ich den Schritt gemacht und habe gesagt, ich mache nicht mehr Tageszeitung, da bin ich raus. Mhm. Ich habe gesagt, ich mache nur noch Recherchen. Ich habe Formatierung, also welche Formate ich mache, komplett hinter mir gelassen. Ich habe nicht gesagt, ich mache Fernsehen, ich mache Zeitung, ich mache Reportage, ich mache Schreiben. Ich habe gesagt, ich mache Recherchen. Und die Recherchen, die ich gemacht habe, was ich wollte, da habe ich gesagt, die müssen gut sein, die müssen außergewöhnlich sein. Und daraus sind dann nachher eben Reportagen geworden, lange Geschichten geworden, aber ich habe Comics gemacht, Graphic Novels, wir haben Theaterstücke gemacht, ich habe eine Oper gemacht mit einem Team, wir haben alles gemacht, weil alles, was wir machen können, die Geschichten, die wir haben, kann man übertragen in jede Erzählform. Und wir versuchen gerade das mit Bildhauerei zu machen, weil wenn ich einen Inhalt habe, kann ich den ja egal wie gestalten. Und wenn du in so einen Weg bist, also so einen Gedankenweg gehst, dann ist das Formatierende weg. Und da sind wir wieder bei dem Lokaljournalismus. Ich bin den Weg nicht gegangen im Lokaljournalismus. Deswegen kenne ich den Weg nicht. Ich weiß nicht, was der richtige Weg ist. Ich weiß nicht, was die beste Entscheidung ist. Ne? Wenn du jetzt so fragst, wie kommt man da hin? Keine Ahnung, ausprobieren. Ne? Gut, ja, sehr schön. Kann auch nicht klappen. Dann würde ich die Frage jetzt nochmal an Sie zurückgeben.
Die Alternative ist ja relativ einfach. Also was ihr in Bottrop macht, heißt wenige, tiefe, aufwendige Geschichten, die hinter einer Paywall stehen. Das heißt, wer sie lesen will, muss sie eigentlich bezahlen. Im Moment noch nicht, aber das machen wir nach der Aber Kampagne. Das ist das Prinzip, nach dem es funktionieren soll. Das Bürgerportal sagt, wir machen viel, wir bilden eine Plattform für die ganze Stadt, wir erscheinen täglich und versuchen, die Leute auf einem nicht so tiefen, sondern einem breiteren, allgemeinen Niveau zu informieren. Wir machen das kostenlos, damit wir eben nicht nur die erreichen, die bereit sind und fähig sind, zu bezahlen, sondern eigentlich alle, die gesamte Stadtverwaltung. Die Stadtverwaltung nicht, sind sowieso klar, die ganze Stadtgesellschaft. Wenn Sie jetzt die Wahl haben, also morgen erscheint der Newsletter und sagt, das ist der letzte Newsletter, wir erscheinen jetzt nur noch so alle 2 bis 3 Wochen, dann machen wir eine große Reportage oder eine Bildhauerarbeit oder was auch immer. Also ich versuche das jetzt nicht so runterzureden. Also wir machen eine gute, tiefe Recherche und wir kümmern uns richtig darum, um aufzuklären, was jetzt nun wirklich los ist, warum diese Stadtverwaltung nicht funktioniert. Aber der Newsletter erscheint nicht mehr, wir informieren Sie auch sonst nicht mehr. Oder eben halt umgekehrt, wir machen so es wie jetzt, versuchen eine allgemeine Informationsplattform zu sein, ein mindestens anständiges Niveau an Informationen und hin und wieder mal eine tiefere Recherche. Für den ersten Fall müssen Sie bezahlen, für den zweiten Fall nicht. Was ist die bessere Option? Also ich glaube, die Frage stellt sich ja nicht nur bei Ihnen, sondern stellt sich ja auch bei allen Formaten Journalismus. Sei es jetzt also Online-Journalismus oder Print-Journalismus, die großen wie Spiegelzeit oder sonst irgendwas stehen genau vor dem gleichen Problem, vor dem Sie stehen. Also Sie meinen die Bezahlfrage? Die Bezahlfrage. Das ist ja nur ein Teil. Ne? Das ist ein Teil dessen. Also was ich wirklich zu schätzen weiß, ist, der Kölner Stadtanzeiger hat sich in den letzten 20, 30 Jahren, die Redaktion ist ja immer kleiner geworden und das merkt man halt auch. Ne? Also über die Qualität möchte ich jetzt gerade gar nicht urteilen, aber es ist einfach weniger geworden. Und ich glaube auch für eine demokratische Gesellschaft ist Information eine ganz wichtige Sache. Und die Information, wie auch der Herr Schrauben gesagt hat, ist halt nicht nur das, was ich von Hörensagen höre, sondern auch eine gut aufbearbeitete Information, journalistisch aufbearbeitete Information. Und deswegen halte ich das Bürgerportal einfach für eine extrem gute Quelle, wo viele Menschen informiert bleiben über die Stadt. Deswegen, das andere wäre mir natürlich eine Kombination aus beiden, würden wir uns alle wünschen, aber ich halte das einfach für so extrem wertvoll. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Was jetzt genau? Also die Breite die und die Offenheit? Die tagesaktuelle Information über viele Themen. Also ich glaube, viele Themen würden nicht so präsent sein und wären nicht so bekannt und würden nicht so kommuniziert werden, wenn sie nicht gäbe. Ja, also für den Fall, dass Sie beides haben wollen, verweise ich nochmal auf diese kleinen Flyer da liegen. Falls Sie noch nicht freiwilliges Mitglied sind, dann können Sie das gerne mitnehmen. Also ich finde, das Bürgerportal ist nicht mutig genug. Ich vergleiche das manchmal mit der Frage Bergisches Handelsblatt. Das tut jetzt echt weh. Das tut jetzt echt weh. Ich bin gespannt, wie der Vergleich ausgeht. Die Geschichte kommt ja noch. Als ich klein war, war das Bergische Handelsblatt etwas, was jede Woche ins Haus kam, was einen gewissen Stellenwert hatte, was gelesen wurde, weil da auch redaktionelle Inhalte drin waren, was kaum Werbung enthielt und was eigentlich ein Medium war, was Informationen verteilt hat. Und dieses Instrument ist immer mehr verkommen zu einer eigentlichen Klammer, wie eine Halterung für diese ganzen Wochenwerbungen, von wem auch immer. Vollkommen überflüssig, braucht kein Mensch und verursacht eigentlich nur Dreck. Das ist das Handelsblatt heute. Bei einer Bewerbung hatte ich mal einen Kandidaten auf die Frage, was liest du denn regelmäßig, hat er auch das Handelsblatt gesagt. Da habe ich gefragt, das was jeden Tag kommt? Nein, das was im Briefkasten. Das Bürgerportal macht eine super Arbeit, informiert breit und zuverlässig über das, was hier geschieht und das zwar morgens um 7 Uhr. Jeden Morgen um 7 Uhr warte ich darauf, dass dieser Newsletter kommt, weil ich den als erstes lese. Und ich finde, das Bürgerportal sollte den Mut haben zu sagen, es ist so und ich nehme dafür x Euro. Und nicht irgendwie, ich mache hier mal so, seid nett und spendet mir was und hin und her. Wenn ich sehe, wie viele Leute das den Newsletter lesen, die alle mitlesen und nicht bezahlen, dann finde ich, das sollte nicht sein. Und wenn es 1 Euro ist,
die Leute geben Euro für einen Kölsch aus oder sowas. Aber nicht für einen Newsletter. Also, ja, ich finde auch, dass wir das machen sollten, aber die Konsequenz davon, wir haben es ja mal probiert, heißt, dass wir unsere Reichweite um 90% reduzieren. Aber die 90% sind die, mit denen man wachsen kann. Ja. Also ich würde das, also ich persönlich, ich, wie gesagt, ich stecke mich in deinen Schuhen. Wir haben auch jetzt noch ein Potenzial zu wachsen. Ja, ja. Aber ich würde, also wir müssen es nicht künstlich, also wir müssen unsere Reichweite nicht mutwillig verkleinern, nur damit wir wachsen können. Das ist, also wir könnten auch so wachsen. Aber trotzdem, ich würde gerne mal das Meinungsbild weitergehen. Also Sie würden was dafür bezahlen, Sie tun es ja so ohnehin. Ja, ja. Wir zahlen auch für andere Zeitungen. Mhm. Also ich kann es umgekehrt sagen. Also ich weiß, dass wir eben 16.000 regelmäßige Leser haben, von denen 800 ungefähr bezahlen. Freiwillig. Ne? Das ist... 5%. Das ist genau, das ist doch das Argument. 5% zahlt, 95% profitieren. Die würde ich abstellen. Ja, Sie sind Kaufmann, ich bin Journalist. Könnte sein, dass das Problem ist, ja. Ja, aber das wird, also nicht ja, so als Halbkaufmann, ne, so als Verleger. Ne, so, mir sind die zahlenden Leser, wenn ich das halt als Bezahlmodell mache, so viel wichtiger, weil die sind so viel stärker involviert. Sind sie mir auch, darum sind sie hier eingeladen. Ja, aber was ich halt viel wichtiger finde, sind die Leute, mit denen zu arbeiten. Und die Leute, die halt nur lesen für die Reichweite, die brauche ich nicht. Die sind nett, aber die profitieren von mir, aber ich brauche sie. Ja, aber jetzt widersprichst du doch deinen hehren Ansprüchen, die du vorhin gesagt hast. Du machst es doch nicht, weil du es brauchst, sondern du machst es doch, weil du dieser Stadt weiterhelfen willst. Du willst doch, dass diese Stadt entwickelt wird. Und ich finde, dann reicht es nicht, wenn ich 5% der Bewohner dieser Stadt erreiche. Aber wenn die 5% die Entscheidenden sind... Ist das höchst undemokratisch. Außerdem ist doch so, dass 95% kommen doch sofort in den Entzug. Die werden sich doch melden. Und wenn sich nur 10%... Das ist ein Argument. Das ist ein gutes Argument, ja. Gut, also, David Schraven hat gesagt, er hat uns eine Stunde geopfert. Es waren 90 Minuten, das war irgendwie klar, plus Anreise. Ich möchte das trotzdem nicht beenden, um nicht zu fragen, gibt es noch irgendwie eine wirklich wichtige Frage? Okay, die nicht gleich an der Theke, an der Kaffeebude oder beim Kölsch beantwortet werden kann. Ich weiß nicht, ob du noch ein bisschen Zeit hast, ansonsten... machen wir jetzt noch ein, zwei Fragen? Da auch noch? Fangen wir hier an. Fangen wir links an, bitte. Ich wollte auch tatsächlich nur noch mal fragen, wie das Thema mit der künstlichen Intelligenz ist, wie Sie das sehen. Das finde ich super spannend. ChatGPT und LibreWrite und was weiß ich alles natürlich schon. Also, das Erste ist, wir haben bei Korrektiv 2015 unseren ersten Roboter gebaut. Und wir haben mit dem Roboter eine ganze Reportage geschrieben. Das waren also nicht nur eine Reportage, das waren insgesamt, glaube ich, 36.000 Texte. Das war, also wir wollten mal ausprobieren, ob das geht. Geht. Ist nicht besonders kompliziert, kann man machen. Mittlerweile ist die Sportberichterstattung, also die Event-Sportberichterstattung, ich weiß nicht, aber ich glaube zu 70% automatisiert. Die Börsenberichterstattung locker 80%, wahrscheinlich eher 90%. Weite Teile von Ereignisberichterstattung ist automatisiert. Und ich persönlich finde das auch gut, weil es macht keinen Sinn, dass man Arbeitszeit von hochqualifizierten Menschen dafür benutzt, zu schreiben, jetzt übertrieben, ne, der FC Bochum hat in der 60. Minute ein Tor geschossen. Das kann ein Roboter, da brauche ich keinen Redakteur für. Was mich beim Menschen interessiert, sind die Beobachtungen, ist der Hintergrund, ist der Zusammenhang. Das, was ein Roboter nicht erkennen kann, weil er nicht weiß, was Menschen sind. Dann geht es aber weiter mit dem, hier mit diesem Chatting. Finde ich auch super interessant. Man darf aber nicht verwechseln, dass der Computer, das Ding, nur versteht, was Menschen gedacht, geschrieben haben. Und das wird halt formatiert, zusammengesetzt, neu gestaltet. Das macht deutlich und macht klar, dass das repetitive Arbeiten am Fließband, dass das halt kein kreatives Arbeiten ist. Und alles, was wir gelernt haben aus unserer Geschichte der Industrialisierung, war immer, repetitives Arbeiten ohne Kreativität kann ersetzt werden durch Maschinen, wird ersetzt durch Maschinen. Und in der Regel war das gut, dass das ersetzt worden ist durch Maschinen. Weber. Die Weber fanden das doof, dass die Webstühle abgeschafft worden sind. Am Ende hat uns diese Industrialisierung der Webstühle
mehr Kleidung gebracht, mehr Wohlstand gebracht, mehr Fortschritt gebracht, hat dabei geholfen, dass wir heute auf einer Stufe sind, dass wir alle was zu essen haben. Also war es am Ende nicht schlecht. Damals wäre ich emotional auf Seiten der Weberstürmer gewesen. Aber am Ende war gut, dass ich nicht gewonnen habe bei sowas. Jetzt bei der Verdeutlichung erstmal, dass das repetitive Aufgaben sind, die ersetzt werden können, finde ich das wichtig. Der zweite ist, ich glaube, wir müssen mit dem Instrument arbeiten lernen. Also was können wir von unserer eigenen Tätigkeit so ersetzen und dadurch mehr Zeit für kreatives Schaffen befreien. Deswegen insgesamt bin ich da gar nicht so, finde ich da gar nicht so schlimm. Was ich eher schlimm finde, sind Desinformationskampagnen, sind Versuche, diese Mittel zu benutzen, um politische Agenten so weit voranzutreiben, dass ich halt demokratische Prozesse blockiere. Das finde ich eher scharf. Verschieben. Einfach rüberschieben. Ja, ich hätte mal gedacht, dass es mal eine Konkurrenz zu Google geben würde. Ne? Jo. Das ist es ja im Grunde auch schon. Man kann ja diese ChatGPT als Google benutzen. Ja, was ich halt viel spannender finde, tatsächlich als das, das sind halt die Übersetzungsmöglichkeiten, die ich heute habe. Und das ist für mich, für die Menschheit so der nächste große Schritt. Wenn wir das schaffen, wirklich diesen Status zu erreichen, wir können mit allen reden, boah, das wäre großartig. Dann fahre ich auch mal nach China. So, die letzten Wortmeldungen muss ich mal ganz kurz sammeln. Also Herr Kerkhoff, Herr Hinz, dann waren wir durch. Ne? Und dann geht es an die Theke oder an die Kaffeebude. Ich wollte darauf eingehen, das ist ja nicht das Thema, dass dieser Chatbot da irgendwas schreibt, sondern die künstliche Intelligenz haben wir ja auch in den Drohnen drin. Und die entscheiden mittlerweile vollkommen autonom, wen sie töten und wen sie nicht töten. Und die einzige Grenze, die da noch drin ist, ist eine Übereinkunft verschiedener Staaten, dass sie sagen, diese Grenze wollen wir nicht überschreiten. Da gibt es ein Video aus 2017, 2018, was das sehr dramatisch beschreibt. Kann ich nur jedem empfehlen, sich das mal anzusehen. Das ist erschreckend. Ne? Ja. Gut, Herr Hinz. Ja, ganz schnell. Sind eigentlich zwei Fragen. Sie haben vorhin mal das Thema angedeutet, also Lokaljournalismus und Spiegel. Spiegel als auch die Zeit werden ja inzwischen, das kann einem Google auch beantworten, sogar mit Summen von der Bill Gates Stiftung gefördert. Wäre auch noch eine Überlegung. Die Frage, die mich auch noch beschäftigt, auch beim... Was war jetzt die Frage? Ja, die geht eigentlich in die zweite über. Die das Thema der Abhängigkeit, beziehungsweise schaffen Sie es, abhängig zu sein, auch von der lokalen Politik, geht das? Weil Sie müssen unabhängig denen, zusammen. Unabhängig, ja. Abhängig geht leicht. Sie müssen mit denen zusammenarbeiten. Kann man da unabhängig bleiben? Also wenn ich darauf antworten darf, das Erste ist, ja, Gates macht was mit Spiegel von der Zeit. Das ist eine Stiftung, also... Nee, ist doch egal, das ist die Gates-Stiftung. Ja. Und da geht es darum, dass die Berichterstattung aus Afrika mitfinanzieren. Da wird das sichtbar gemacht. Die gehen nicht in redaktionelle Entscheidungen rein, sondern die sagen halt so, könnt ihr machen, habt ihr was über Afrika. Der Spiegel wird dadurch nicht abhängig. Das ist, ich glaube, 1 Million, die da bezahlt wird. Der Spiegel hat einen Umsatz von 500 Millionen. Ob die Kohle kommt vom Gates oder nicht kommt, ist komplett egal. Also da wird der Spiegel... nicht stolpern, nicht streiten, nicht gar nichts, sondern das ist Anzeigengeschäft, das ist normal. Unabhängigkeit, wie kann ich Unabhängigkeit garantieren? Ich persönlich glaube, das funktioniert nur, wenn man eine Mischung hat aus verschiedenen Quellen, wie so ein Schemel, drei Beine. Diese drei Beine müssen so sein, dass ich, egal was passiert, ich immer überleben kann, dass ich mich immer darauf verlassen kann, ich kann die Miete nächsten Monat bezahlen. Und was sind das für drei Beine? Bei Korrektiv ist das so, wir haben Einzelspenden, wo Leute halt, weil sie uns gut finden, einfach Geld überweisen. Wir haben ein Geschäft, wo wir Filme produzieren, wo wir Geld verdienen, einen Verlag, wo wir Bücher machen. Und wir haben Förderung, wo Stiftungen uns Geld geben für spezielle Arbeiten, die wir machen, was weiß ich. Also spezielle Arbeiten, das ist Salon 5 Projekt beispielsweise, das wird von vielen Stiftungen getragen. Das sind so unterschiedliche Beine. Weil ich komme von der Taz, da habe ich auch mal gearbeitet, da war das halt vor allen Dingen abhängig von den Lesern. Es kann ja sein, dass ich was schreiben muss, was den Lesern nicht gefällt. Kommt vor. Und wenn die dann mit einmal alle kündigen, dann geht mit einmal der talentierteste Reporter, der in einem Haus ist, weg. Warum? Auf Leserdruck.
Das war damals der Wiglaf Droste. Das ist bescheuert. Aber die Zeitung war so abhängig von den Lesern, dass sie keine Chance hatte zu sagen, nein, wir müssen auch fremde Talente, die euch mal auf den Sack gehen, aushalten. Hatten die nicht die Chance drauf, weil die keine zwei weiteren Beine hatten. Und das, glaube ich, ist das Entscheidende. Und wenn man jetzt auf so eine Situation wie im Lokalen kommt, um nicht abhängig zu werden von der Politik, auch da ist in meinen Augen das nötig, Beine aufbauen. Business. Bei mir ist das Kaffeebude. Egal was passiert, Kaffee verkaufe ich immer. Der zweite ist im Lokalen, ich will den Newsletter für Geld machen. Der dritte ist, ich überlege, ob wir sowas wie Events machen. Also, dass wir ein Event Leute bei uns holen, die sagen, okay, wir haben jetzt ein paar Events ausprobiert. Ein Leuchten, Marktviertelleuchten, wo wir halt so eine Art Weihnachtsmarkt gemacht haben. Ein paar Konzerte. Ein Kino haben wir gemacht. Da haben wir an der zentralen Kirche so ein Open-Air-Kino installiert, gucken da Filme. Das sind unterschiedliche Arten, aber mit denen kann ich Geld verdienen. Am Ende bedeutet das für mich, keiner von denen kann mir was. Keiner. Wenn die Stadtverwaltung kommt und sagt, du darfst das nicht, ja und ich habe nur zwei. Wenn einer, ja, aber die Stadtverwaltung bezahlt dir ja sowieso nichts. Nein. Die ist ja nicht Kunde bei euch. Nein. Und die Frage, also du hast jetzt ja dich bezogen vor allem auf die wirtschaftliche Unabhängigkeit, ja, nicht von einer Einkommensquelle. Ich glaube, was Sie meinten, ist aber eher eben halt eine Art von informeller Abhängigkeit. Ja, oder? Aber auch das, da möchte ich auch nochmal drauf zurückgehen. Wenn ich diese drei Beine habe, ist selbst das egal. Dann kannst du ruhig sagen, ja gut, dann nimmst du halt von der Stadtverwaltung ein bisschen Geld, ist nicht schlimm. Abhängigkeit, ich meine das mehr so. Sie haben ja auch irgendwo eine politische Richtung in sich. Da behaupte ich jetzt einfach mal. Das heißt, kann ich mich davon freisprechen in meiner Berichterstattung? Ich nehme jetzt einen kurzen Querblick. Die Stadtwerke Gladbach hat vor einiger Zeit einen neuen Flächennutzungsplan aufgestellt. Hier geht es dann um die Firma Krüger. Und ich habe dann den großen Verdacht, dass man dort nachher in der Wägung der Belange sich schwer tut, ist ja ein wichtiger Steuerzahler, unabhängig zu wägen. Jetzt kommen Sie aber vom Thema ab. Das ist die Abhängigkeit der Stadtverwaltung von Krüger. Das hat jetzt eben nichts mit dem Lokaljournalismus zu tun. Am Anbetracht der Zeit. Ja, die Frage ist ja eher, wie sind wir als Lokaljournalistenredaktion, die wir hier sitzen, von der Stadtverwaltung, die 150 Meter weiter sitzt, die mir jeden Tag auf die Finger schaut, mit der jeden Tag irgendwie klarkommen muss im Stadtrat oder auch bei Anfragen, wie auch immer, wie kann ich mich davon tatsächlich unabhängig halten? Unabhängig jetzt von Geld und von Krüger und von wem auch immer. Das finde ich eine spannende und wichtige Frage, weil das ist nicht einfach, in der Tat. Also ich kenne das, also da habe ich mal ein Buch drüber übersetzt, das war super. Das Buch heißt Beeinflussungsapparat, falls das einen interessiert, ein super Buch. Es gibt übrigens noch ein zweites Buch, das füge ich jetzt hier gerade ein, ganz frisch erschienen. Da geht es eigentlich um das Thema von heute, eine redaktionelle Gesellschaft. Das heißt, also, was kann eigentlich die Gesellschaft von einer Redaktion lernen, finde ich sehr, sehr spannend und schnell zu lesen. Ja. Nur ganz zum Schluss, dass ich das da abgeschlossen kriege. Im Beeinflussungsapparat werden verschiedene Voreingenommenheiten beschrieben, sogenannte Biases. Und ein Bias, der hochrelevant ist, ist der Nähe-Bias. Also, dass ich halt eine Voreingenommenheit habe, weil ich eine Nähe habe zu einem Mächtigen. Der gibt mir Zitate, der gibt mir Informationen, der lässt mich nah ran. Und dadurch kann ich halt abhängig werden, weniger im wirtschaftlichen Sinne als im Kopf. Und das ist halt eine Sache, die ich glaube im Lokalen, das ist, was man überwinden muss. Und wenn man das überwunden hat, dann ist danach ist eigentlich alles easy. Weil dann, was soll denn passieren, was soll denn einer machen? Dann kommt ein Bürgermeister, sagt dann halt so, ist aber schlimm, was du geschrieben hast. Ja, pff, und mach was. Wir sind nicht in einer Diktatur, die können nichts machen. Ja, ein wunderbares Schlusswort, hervorragend, fast auf den Punkt genau nach 90 Minuten, wir haben leicht überzogen. Wie gesagt, auch diese ganzen Runden dienen dem Austausch miteinander, von daher gibt es auch in der Tat hinterher noch einen Kaffee oder ein Bier oder eine Limo oder was auch immer. Nach dem alten Bürgerportal-Prinzip, alles ist umsonst, es sei denn, Sie bezahlen was dafür. Ich bin mal gespannt, was dabei herauskommt. Das muss sich ändern, nachhaltig. Gut, das werde ich mitnehmen. Wir reden dann nochmal drüber, von Kaufmann zu Journalist. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Herzlichen Dank vor allen Dingen, David, dass du den Weg aus dem fernen Bottrop hierher ins schöne Bergisch Gladbach gemacht hast. Ich kann dich gleich noch mal kurz einmal über den wunderbaren Marktplatz führen, an dem heute allerdings alle Bürgersteige hochgeklappt sein werden wahrscheinlich. Trotzdem, herzlichen Dank an alle. Danke.